Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play von mir gegen Marvin. Ja, hallo. Wir spielen heute Part 2 Smell, also wieder eine Part 2 Mod. Ja, ja. Und ja. Erstmal warten, kurz warten, bis alles da ist. So. Okay, denkst du, sieht alles gut aus? Gut, passt. Und ja, schön, dass ihr da seid. Und ja, denk, wenn du soweit bist, dann starten wir in. Dann starten wir. Ja. Okay, gut, dann 3, 4, 1. Okay. Warum wurde bei dir gerade ein Unterschied für alles Weiße angezeigt? Warum wurde bei mir was? Ein Untertitel für alles Weiße angezeigt. Beim Unter? Ach, das wäre ein Untertitel bei dir irgendwie angezeigt oder so, keine Ahnung. Und bevor du fragst, ja, ich habe jetzt doch beide unsere Streams geöffnet. Untertitel? Werden Weiß angezeigt? Ja, irgendwie da. Der steht jetzt Bayer auf dem beim S. Keine Ahnung, irgendwie komisch. Also, oder habe ich das irgendwie eingestellt, dass hier automatisch was angezeigt? Ja, habe ich eingestellt. Ist jetzt egal. Ich ändere das eventuell später, aber ist jetzt eigentlich egal. Okay. Jetzt möchte ich einfach nur. Jetzt bin ich erstmal im Zug. Aber du bist irgendwie bist im Zug. Spieler, der hat auch den Zug schon übersprungen, so irgendwie, dass er sich irgendwie herausgeht. Ja, das. Ich weiß nicht, aber wie das geht. Gehe ich nicht hin. Ja, ich auch nicht. Aber bei mir ist der Zug noch gar ich nicht geladen. Probiert, aber geht nicht. Okay. Aber er braucht ein bisschen länger. Ja, Ken Johnson, rede nicht mal zu Ende, bitte. Komm schon, das ist nur noch ein Punkt. Das ist nur ein Punkt. Danke. Ich weiß nicht, wie die Speedrunner das geschafft haben, auf den Zug rauszukommen. Wenn du das schaffst, musst du eigentlich nur vorne nach vorne laufen. Alter, diese Außenuntertitel bei dir sind so schwach, ey. Aber egal, ich ändere das jetzt nicht. Vielleicht nachher, aber jetzt nicht jetzt. Natürlich gibt es Verzögerungen, aber wenigstens bei mir ist bei dem Stream auch schon längst im Zug. Bist du eigentlich schon im Zug oder bist du immer noch in der Ladezone? Ja, jetzt bin ich im Zug. Aber ich weiß nicht, was... Bist du noch in der Ladezone? Alter, ist das langsam bei dir. Oh, ich weiß gerade in letzter Zeit echt nicht, was mit meinem PC los ist. Ja, ich muss mal wieder den Stuff ein bisschen zurücksetzen. Und paar alles löschen, alles neu aufsetzen, muss ich wieder machen anscheinend. Keine Ahnung, was los ist, aber es ging in letzter Zeit eigentlich immer und jetzt auf einmal ist wieder alles total laggy. Das merkt man auch bei dir im Stream, wie es wieder ein bisschen laggt. Naja. Es ist auf jeden Fall anschaubar. Jetzt ist gerade besser, aber naja. Vielleicht sind wir da. Warum haben Menschen Vorfahrt vor Zügen? Das ist genauso wie der Half-Life Blue Shift. Richtig schlimm irgendwie. Eigentlich sollte der Züge vor den Menschen fahren, nicht Menschen vor den Zügen. Und Menschen fahren ja nicht meist, das ist Schlimme. Nein, hat's nicht. Station hat ein O und nur eins. Wie einfach Cave Johnson hier jemand wegen einem zusätzlichen O, also einem kleinen Rechtschreibfehler feuert. Ich finde das irgendwie immer noch so, ja. Marvin Chamber voll, dass wegen eines Rechtschreibfehlers auf einmal gefeuert werden, einfach so. Tja. Standard. Ich würde. Standard? Okay. Aber ich fände es furchtbar, wenn jeder wegen einem Rechtschreibfehler auf einmal gefeuert werden würde. Dann wäre ich gespannt, wie es mit dem Job von einigen weitergeht. Auf jeden Fall ist es Standard. Oh, ich steige jetzt auf jeden Fall zum Kurs. Bon. Ja. So viel zu meinem. Zu meiner Sache, dass ich hier schnell bin. Hallo. Wie gesagt, im vierten Kapitel des Spiels bin ich sehr langsam, also da kannst du gut aufholen. Der Spieler ist da, hallo dich. Ah, hallo Spieler.
Ich filme übrigens wieder beide, also wenn du beides anschauen willst, kannst du auch beim Multi-Twitch hier diesen Link. Hast du den eigentlich irgendwie im Chat gepostet oder so? Weil ich hatte den auf jeden Fall mal, kannst du ja eigentlich machen, ne? Ja, das Problem ist, jetzt kann ich es auf jeden Fall nicht machen. Weil jetzt ansonsten müsste ich aus dem Spiel raustappen und dann brauchst du noch zwei länger zum Laden. Ja, aber auf jeden Fall ansonsten, mein Twitch-Kanal ist HadamHTLP und ja, da kannst du den auch alternativ noch starten, wenn du willst. Und wenn du halt beides haben willst, multitwitch.tv/marvin909/HadamHTLP. Das Multitwitch, die Website ist nicht von Twitch an sich, das ist auf einer Website, von wo jemand gemacht hat, wo das halt dann zusammenfasst. Ja. Du musst es sich erklären, die meisten Leute hören eh nur das Nötigste oder das, was sie hören wollen. Ich bin ziemlich sicher, der Spieler hat nicht mal das gerade gehört, was ich gesagt habe. Wenn du es doch gehört hast, kannst du es ja mal in den Chat Marvin schreiben, weil den sehe ich ja auch. Ja. Der Chat wird gerade gar nicht auch beim im Stream angezeigt, aber brauche auch nicht. Das sehen wir uns wieder. Nein, aber ich sehe ihn ja außerhalb des Streams. Ich habe den Stream, wenn ich in Vollbild. Boah, weißt du überhaupt, dass ich krank bin? Bist du wieder gesund? Ah ja, weil ich hatte ihm das gesagt. Ich hatte ihm das geschrieben. Nein, bin sorry, ich Marvin. Jedenfalls nicht komplett. Das hatte ich ihm gestern geschrieben, als ich da auch noch geschrieben hatte, dass am Wochenende wieder ein Stream kommt und dass ich ab der nächsten Woche anfange wieder mit deutschen Videos. Da hatte ich das noch dazu ergänzt, dass du im Moment krank bist. Okay, jetzt ist geladen. Jetzt bin ich erst aus dem Zug rausgekommen, aber es hat ewig gebraucht. Kann dieser Aufzug nicht ein bisschen schneller fahren? Ein Aufzug! Die dritte Map ist ja nur der Aufzug hier. Ich meine, du bist schon mal Aufzug gerade. Das Spiel ist ja mein YouTube-Zuschauer, glaube ich, ne? Ja. Ja, ich mach nur auf Twitch. Der Stelle. Ich werde zwar hinterher das Ganze hier auf YouTube hochladen, aber das wird ein separates Video sein, nicht gestreamt werden. Doch. Aperture Science Innovators. Also bei dir ist es ja zum Teil vorne langsam irgendwie, also... Ja, ist ja auch so. Warum? Gut für mich. Naja, ganz einfach, weil weil mein PC manchmal solche Hänge hat und ich weiß noch nicht, woher die jetzt einmal kommen. Kannst du dir die YouTube-Version des Streams anschauen, ne, Spieler? Kannst du ja hinterher auf meinem YouTube-Kanal finden. Sollte ungefähr eine Stunde oder so später da sein. Weil nach dem Stream werde ich erstmal Pause machen und dann hinterher werde ich es auf YouTube übertragen. Das wird dann ein paar Minuten dauern und dann wird da auch auf YouTube sein. Ich streame auf beide Plattformen. Beziehungsweise auf vier sogar. Beziehungsweise nur auf... drei. Matka funktioniert, glaube ich, gerade nicht. Ja, Hauptsache, man sieht deinen Stream irgendwo. Also, aber hier bei Twitch, da sieht man ihn eigentlich recht gut. Also, ja. Hat der Typ das nicht auch irgendwie geschafft, dass er aus dem Aufzug rausgekommen ist und es dann irgendwie richtig schnell geladen hat? Ich weiß nicht. Ja, genau, der hat sich da auch da irgendwie rausgehielt, genauso aus dem Zug. Frag mich aber nicht, wie der so etwas geschafft hat. Das ist vergessen. Ich hab das Speedrun heute Morgen zwar gesehen, aber irgendwie ich hab nicht die Hälfte davon verstanden, was da los war. Naja, beim Zug kommst du einfach raus, wenn du schnell genug da rausläufst, aber ich weiß halt
nicht wie Walking Zombie, Walking Dead Anspieler. So schneller. Hm. Is suspended in the air, anchored to the walls by concrete and steel lattice rebar. They seem like they float in the air, but in fact, they don't. Plus, we can keep building above them, onward and upward. This salt mine here can take at least 10 of these bad boys. Also ich merke, mein PC hängt ein bisschen. Ich darf mich eigentlich nicht bewegen, ansonsten ist es nicht so flüssig. Und weil er auch zu gehen nicht schneller ist, kann ich das eigentlich mal. Der Typ ist schon beim Schlafen. Und ich muss mich doch im Aufzug ablangen. Alter, ist das hier lange, also das ist eine lange Sequenz irgendwie, habe ich viel kürzer in Erinnerung irgendwie. Hatte Gabe Johnson nicht noch, hat er Gabe Johnson bei dir auch irgendwann aufgehört, im Elevator was zu sagen? Nein, bei mir ging alles normal. bei mir hat er jetzt auf der Hälfte irgendwo aufgehört zu labern. Einfach so. Okay. Hat er bei dir gelabert, bis der Aufzug auf dem Boden war, oder? Ja. Und jetzt redet er wieder. Aber ich sehe hier im Stream, also bei dir im Stream sehe ich noch, wie der noch im Aufzug ist. Er muss auf den, muss auf die Untertitel achten. An einer Stelle ist es ganz lange weg. Okay. Teil 2, erweiterter Überschlaf. Später, ich komm dann. Ja, jetzt geh du runter, nerv mich nicht. Geh du runter, nerv mich nicht. Ich hab doch gesagt, ich komm. Warum ist denn alle die Tür offen lassen? Warum ist denn alle die Tür offen lassen? Okay. Ich konnte ja wieder aufstehen. Oh, Alter, Alter, wer ist schon gebunden gelandet? Das machst du doch absichtlich, oder? Nee, stimmt. Kannst gerne meinen Stream-Alternativ noch nebenbei machen. Nein, ich meine, du sagst absichtlich, dass du Report gegangen hast. Ich kann das nicht neben mir offen lassen. Das läuft ja jetzt schon nicht flüssig. Warum auch immer. Manchmal läuft es besser, manchmal schlechter. Okay. Also ich schaue mir gerade deinen Stream meinen an und deiner ist vielleicht laggy, meiner auch, aber das geht schon. Zumal ich sehe, dass in OBS eigentlich der Stream besser läuft. Ja schon, aber schau mal meine Ladezeiten an. Das ist das Schlimme. Da hängt, das ja, hängt das da. Das merke ich. Ne? Das hängt da richtig. Gut für mich. Ja, das ist ja das Problem. Und du reißt mir unter die Nase, dass meins gerade so lange lädt. Ich wäre nämlich gar nicht so weit hinten dran, wenn es jetzt nicht so lange laden würde. Du musst mich nicht anlügen, ich weiß ganz genau, wer du bist, Virgil. So, as I said on the last pre-recorded message, you'll be heading into an Aperture Science Innovator's short-term relaxation vault for a quick deep sleep. And then you're done. That's why we brought you here at night. You're most likely a walking zombie. That'll give us the best results. But just remember, don't sleep too long, because this isn't a bed and breakfast. And if you decide to stay the night, I'm charging you rent for the next year. We'll have a bed ready for you. Don't worry, those stories won't kill you. Safety on their gun, on their guns is on. Had some lab boys shut them down. Crazy hairy lights, hairy lights, hairy lights. Vielleicht. Mal schauen. So. Hey Marvin. Können wir uns auf einigen, derjenige, der verliert, muss auf Twitter schreiben, dass der jetzt andere viel besser, ein viel besserer Spieler ist als er. Nein, weil, vor allem weil mein Keine Sorge, nur ein Witz. War nur ein Witz.
Ich bin nicht so wie Aqui Grief, keine Sorge. Ich weiß nicht, was mit meinem PC gerade abgeht. Kann's nicht sagen. Keine Ahnung. Wenn du so viel Glück hast wie ich, gewinnst du trotz der schlechten Leistung. Das hatte ich ja bei Portal 1 und Portal 2 geschafft, vor allem bei Portal 2. Und da hatte ich ja noch meinen alten PC, weißt du? Ja. So. Erste Testkammer, ich komme! Jetzt sag mir nicht, du legst dich jetzt erst hin. Das ist gerade die Ladezone für den für das Hinlegen. Ja, gut. Gut. So, ich bin jetzt in der ersten Testkammer. Beziehungsweise ist die Ladezone fürs Aufwachen. Also. Ja. Los, Sesam, öffne dich. Ich meine, Fahrstuhl, öffne dich. Ja, es ist ein dämlicher Name, Nigel. Komm schon, Nigel, nur noch ein Punkt. Danke. Is this thing on? Dieses Ding an? Hallo, hallo. Can you hear me? Oh, right, you can't answer. I'm so sorry, Astronaut, Olympian, or War Hero. There was a slight problem with the test. Don't worry though, we got shot okay. Nothing's different. Nothing's changed. Just head out of the chamber. I'll tell you a bit more out there. Ah shit. Ich hab ganz vergessen, dass man E drücken muss. There's an open door nearby. Should take you out of the building. You'll need that new test to move around. Don't worry though, we built a building like this. Don't worry about Scheiße, was zum Teufel mache ich hier? A new drilling test we're doing down below. Yeah. To get the salt mines deeper, to get more testing spheres in. Yeah. Yeah, that's it. Just ignore that. Egal. So. Würfel kommt jetzt erstmal hier hin. So. Alter, ich hab schon wieder voll Zeit verschwendet, ey. Alter, das ist nicht so. Lustig ist das definitiv nicht. Muss es ja auch nicht sein. Reicht ja auch, wenn es funktioniert, oder? Vermutlich. Ach, der Arm hier. Warte doch endlich auf mit deinem Lügen über 1950 irgendwann. Also, wie war es eigentlich bei dir? Du von Portal Stories Man haben die jetzt erst nur die schwerere Version gehabt. Und als dann so ein YouTuber das mal gespielt hatte, hab ich mich so geärgert, dass er das so leicht lösen musste, konnte. Ganz genau. Irgendwie finde ich das irgendwie recht witzig, wenn man das so bedenkt. Einfach nur, weil er hätte auch, er hat einfach quasi viel zu schnell die Lösung rausgefunden, was? Ich habe mir viel mehr erwartet, dass er halt länger braucht und so. Und da wurde es halt schneller vorangekommen dadurch. Ja. Also ich persönlich hätte ja den Easy Motor rausgelassen, aber naja. Für all die Anfänger wird sicher eine gute Sache sein. So, Testkammer 2.
can always turn the power on or off again. I think these switches were designed for two people. Maybe your new test can help. No. Wenn er durchschießen kann ich wahrscheinlich nicht. Ach so. Was zum Teufel tue ich schon wieder? Ich verschwende meine ganze Zeit hier. So. Hallo? Kann das bitte mal laden? Mann! Hat sich's aufgehängt? Warte mal. Ja? Pause. Soll ich pausieren? Ja. Okay, hab ich. Oh, beim nächsten Mal laufen die Pausen aber die Planke, okay? Was, beim nächsten Mal laufen die Pausen? Was? Beim nächsten Mal laufen die Pausen über die Planke, weil das dauert sonst zu lange. Pausen über die Planke? Was? Das ist ein komisches. Was ist das für eine Aussage? Mann, das ist doch nicht wörtlich gemeint. Das ist so eine Anspielung auf so über die Planke und so. Ja, ja schon, klar. Aber was ist ich das? Mal kennst du diese komische. Wie bist du denn auf diese Aussage gekommen? Marvin, ich sehe irgendwie bei dir noch immer gar nicht, dass es sich aufgehangen hat. Wo kommt das denn? Ja, mein, ja, live. Da steht das Standbild. Ah, okay. Ah, ja, jetzt. Jetzt sehe ich's. Wer kann's weitermachen? Okay. So. Reflexes, you know, after your short sleep. Ach. Jetzt habe ich komplett vergessen, das Portal zu schießen. Genau. So. Ja, jetzt bin ich erst im Aufzug. Scheiße. Oh, du arme Wurst. Möchtest du etwas Currysoße haben? Currysoße. Also Soße mit Curry, oder wie? Ja. Wie kommst du da drauf, Alter? Na, du weißt doch, ich liebe Sinnlosigkeit. Ich weiß, ja, vielleicht hättest du sowas gesagt wie ein... sowas, was schon mal vorgekommen ist, wie zum Beispiel einen nicht existierenden virtuellen Kuchen, also einen virtuellen Kuchen, der eine Lüge ist, genau. Oder wenn meinetwegen halt eine virtuelle Currysoße dir eine Lüge ist. Virtual, nur damit du es weißt, du verkaufst dich nicht gerade besonders gut, ja? Und Virtual ist virtuell. Oh, MG, ich hab das Rätsel gelöst. Und das will ich ja hoffen. Weil ansonsten kannst du gleich auf die Planke gehen, Virgil. You'll need a portal device to get through. I meant a portable quantum funneling. So. It's in your hands right now. The scientists did their job. We'll do fine. Oh, was hab ich gar nicht?
So, dritte Testkammer. Auf geht's. Ich will für uns beide hoffen, dass das ein schlechter Scherz ist, Nigel. Immer ehrlich, du willst das nicht hoffen. Damit du ihn den Hals verdrehen kannst. Keine Sorge, ich bin ja kein Mörder. Doch. Schon, du hast Klaus getötet. Und Wheatley? Na, Wally, hast du Wheatley hast du im Weltraum geschmissen. Und auch du hast die beiden losgetötet. Also. Ja, aber ich habe ja auch nicht gesagt, dass es nicht so war. Ja, aber das macht dich kein bisschen besser als mich. Das weißt du schon, ne? Ich weiß, ja, aber ich hab auch nie gesagt, dass es nicht so ist. Ja, okay. Okay, wie du meinst, okay. Ich muss jetzt hier auch konzentrieren. Okay, gut. Ups, ich hab's gebackt. Okay. Oh, ich hab den gebackt. Nein, doch nicht. Ah, dann doch. Ich dachte, ich hätte den gebackt. Genau da, Raum hier. Okay. Welchen Test bist du eigentlich? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich da hin will, wo du bist. Na, du bist Virgil. Also ich bin gerade hier außerhalb der Teststrecken, da wo Virgil zu einem sagt, und das sollte ich dann dahin bringen, wo ich bin. Außerhalb der Teststrecken. So, ich aktiviere gerade das orangene Gel. Orangene Gel, okay, ich werde es dann sehen, wenn ich da bin. Ah, ich vermute mal, Alter, wenn er schon da ist. Kann das sein? Aus dem Weg. Warum glitsche ich die ganze Zeit den Turret fest? So, geht doch. Und weiter. Herr Nigel, verschwende ich meine Zeit. Bitte. Öffne die Tür einfach. Mann, ich hab doch keine starken Arme, das weißt du doch, Nigel. Zumindest hoffe ich, dass du es weißt. Ein sehr spezieller. Warte, ich hab. Oh mein Gott. So. Das würde ich hoffen. Aber ich möchte hier nicht lange bleiben, weißt du, Nigel? Virgil. Warum nicht? Warum fragst du immer Nigel und Virgil, wenn ich das hier spiele? Keine Ahnung. Sag du es mir. Warum zum Teufel? Ich meine, ich weiß, dass ein paar Leute an beiden Mods gearbeitet haben, mit Tech und Hieran, aber warum zum Teufel müssen die den beiden Charakteren so ähnliche Namen geben? Nein! Vielleicht mögen sie dich einfach nicht. Und sie wussten, dass du das nicht magst, wenn man zwei Charakteren diese ähnliche Namen gibt. Deswegen haben sie es genau gemacht. Ja, ja. Du weißt natürlich wieder besser, ne? Sag mal, verwirrt dich das eigentlich überhaupt nicht, das ganze Zeug mit Nigel und Virgil? Also mit Jetech und Pod Stories, man? Nein.
Ich erwähne ihren Namen ja nicht. Okay. Also, ja, verstehe schon. Immer jede Ausrede verwenden, die dazu gerade zur Verfügung steht, ne? Hast du doch auch. Manchmal, nicht immer. Hab ich ja auch nicht behauptet, dass du es immer machst. Warum hatte ich den? Hab ich den Würfel noch nicht rübergebracht? Ah. Ah, ich hab tatsächlich noch nicht rübergebracht, bin ich eigentlich. Arg. Arg! ARK! Mist. Hier sehen Sie einen Idioten, der glaubt, etwas schaffen zu können, was er nicht in einer Milliarde Jahren schaffen würde. Viel Spaß. Leute machen Fotos. Leute amüsieren sich an dem Typen, der endlich kann. Diese Kammern. So. Achso, die ist noch nicht vorbei, stimmt. Geht hier weiter. Alter, bin ich eigentlich komplett. Hier hoch. So viel zum. Ich habe Chancen im Fall. Sorry, Sir. Wie gesagt, im vierten Kapitel kannst du gut aufholen. Okay, blaues Portal dahin, Würfel nehmen, ist jetzt meiner. Soll doch mal mehr speichern, fällt mir auf. War das nicht F6? Oh ja. Ich würde ja weg, wenn ich könnte. I'm not Cave Johnson. This isn't the 1950s. Everyone you knew and loved is dead. And now you're stuck here in Aperture Science, down with the trash. Ach, das war da oben. Genau. After everyone left because of that boat. Scheiße, dann muss ich jetzt noch einmal. Ich verschwende schon wieder eigene Zeit, die ganze Zeit. So. Alter, können wir aufhören zu lenken? Bitte? Frag einfach nicht danach, sondern hoffe einfach drauf, dass es das nicht mehr tun wird. So. Okay. Nächste Kammer. Beziehungsweise wenn jetzt nicht wieder schon ein Außerhalbbereich kommt, alles werden wir gleich sehen. Okay, sowas. Ich hab's gerade so vergessen gehabt. Ey, wie du einfach noch in der zweiten Kammer bist, ey, Alter. Ist immer voll zurück. Also ich zähle immer all die Räume an der Kammer zu einer Kammer hinzu, das verstehst du, ne? Ach, das hier. Kranfall um. Bumm. So, Waffel ist drin. Ich kann sagen, ich mag ja Bum Bum. Ist aber dann, wenn es von so einem dämlichen Kran hier in so einer guten Portalmatt kommt. Ich hab nicht mal eine Explosion gehört. Du willst mir erzählen, der hat die ganze Pumpstation kaputt gemacht? Bestimmt, Alter, bestimmt. Und jetzt hier, ich nehme jetzt hier einen Aufzug, aber ich finde es irgendwie interessant, wie Virgil sich bei beiden beschwert. Er schwert sich nebenbei den Aufzug, dass es zu gefährlich ist. Er schwert sich nebenbei die Treppen, dass es zu langsam ist. Ernst ihn doch. Ja, Virgil ist halt ähnlich wie Wheatley ein Idiot, nur dass er netter ist und mich nicht töten will. Endlich mal ein Idiot. Du musst sagen, endlich mal ein Idiot, der mich nicht töten will. Ja, okay, das stimmt. GLaDOS, Idiot, wollte mich umbringen. Really, Idiot, wollte mich umbringen.
Und weiter, Idiot. Ich glaube, ich kann dich direkt als Idiot bezeichnen. Hm? Lade würde ich jetzt aber nicht als Idiot bezeichnen. Prinzipiell schon. Ist ja nur eine Sprachansage. Sie weiß also gar nichts. Gar nichts. Jetzt war es haben, das Feuer zu löschen. Das ist lediglich Trigger vom Spiel. Alles, was GLaDOS bekommt, sind vom Spiel Anweisungen, wie es sich bewegen soll. Du hast deinem Macher dein Leben zu verdanken, Virgil. Ohne ihn würdest du in dieser Mod oder diese ganze Mod nicht mehr existieren. Du bist schon Jahre weit vorne. Jahre. Sehe ich das richtig? Ich dachte, wenn die Testprozedere sollten sehr ernst genommen sein. Das haben die mir zumindest in meinem Pod Prelude gesagt. Und Erik wollte immer nur tote Testobjekte sehen. Na, dann beeil dich mal ein bisschen damit, Nigel. Bei Virgil! Mann, warum sag ich mal Nigel? Nein! Okay, ich muss einen neuen Würfel kreieren. Mit denen habe ich jetzt außerdem eingegelt. Weil ich glaube, da konnte ich auch gar nicht durchkommen, ohne dass der eingegelt wird. Außer ich bin so ein Skill-Typ, der ich ja nicht bin. So. So, Würfel halt still. Ab in den Lüftungsschacht. Wir sind speichern, warum weil ich's kann. Ja, mach auf. According to my records of this room, there should be a turret shooting range at the far side of the room. If you can get through there, you should be able to get to the fourth testing track. That'll take you up to where I am. Ah. Anscheinend geht's ja nicht ohne. Warte mal, wie alt bist du schon? Ich bin auf jeden Fall gerade nicht in der Testkammer, falls du. Als ob ich das jetzt gerade nicht überlebt habe. Ich bin nur 2 Sekunden lang abgeschossen worden. Mir ist egal, wer ein großer Architekt ist, Architekt, ob es gute Architekten sind oder nicht, aber. Trotzdem bringen sie hier mein Leben in Gefahr, einfach nur, weil ich alle Tests absolvieren muss. Und nur, weil irgendwie ein Vollidiot hier Aperture Science überhaupt draus gemacht hat. Ein letzter Punkt muss noch laden. Alter, braucht der letzte Punkt lang? Wenn ich sofort das hier laden. Was denn soll, mache ich hier? Du machst so. Etwas halt.
Wie, ich hab das nicht geschafft, schon wieder. Warum? Warum leckt das nur so sehr? Die Chio hat nicht alle Schuld, den Lecks in die Schuhe. Ja, die können ja nichts dafür, dass sie so scheiße sind. Ja, doch, klar. Nein. Und ist dieser Text, was du gelabert hast, ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, frag Halbzwilling. Der scheint ja sonst immer alles für dich zu wissen. Nein. Das habe ich auch nie gesagt. Das hast du gesagt. Aber du hast es gemeint. Nein. Frag mich, wie du das überhaupt drauf gekommen bist. Ja, doch bei Roller. Doch bei Roller hast du es so gemeint, Marvin. Das gibt auch überhaupt keinen Sinn. Eigentlich heißt es, wenn denn nur. Du weißt doch, ich bin sehr speziell, was Logik und so angeht. Das gibt's nicht. Was speichere ich eigentlich nicht? Was bin ich eigentlich für ein Depp? Bin ich mal in der Fresse. Mein Portal ist mir jetzt ja nicht allzu viele Orte, wo man sterben kann oder so. Deswegen ist es eigentlich auch gar nicht so schlimm, wenn du nicht so viel speicherst. Ja. Zumindest wenn du mich fragst, ist es allzu schlimm. Aber ich, schau mal, wie viel Zeit ich schon verloren habe. Du siehst doch gerade live alles. Das ist noch ein paar Sekunden Verzögerung. Ja, ist halt so. Meine Güte, was soll ich denn jetzt tun? Ja, keine Ahnung, du musst es langsamer machen. Nö. Dann verliere ich ja meine guten Chancen. Hast du eh schon übergewonnen? Also ja, deine Frage zu beantworten, ich bin viel weiter als du. Krass, genaue Antwort. Wow. Was jetzt habe ich. Jetzt habe ich gespeichert und jetzt geht's natürlich. Warum habe ich sowas erwartet? Warum wusste ich, dass das passieren würde? Na geht doch. Große Tür öffnet sich. Wenn einfach so ein paar Schweizer große Türen benutzt haben. Ja, mach ich dann später. Ich komme schon, Virgil. Ich glaube, du hast Pause gemacht. Und wenn du nicht Pause gemacht hast, dann mach es jetzt kurz, bitte. Okay, dann mache ich jetzt ein paar Sekunden. You can get through this pumping station and prepare yourself to get out of Bravo Volta into the Lima Whiskey. Okay, und ich mach weiter. Ja, gut, passt. And to your own in this facility. All right, I know what you're thinking. What on earth is going on here? Well, ja, so Störungen sind echt nervig und ich kann nicht aus dem Spiel raustappen. Wenn ich das Spiel raustappe, dann warten müssen wir wieder ewig warten, bis es wieder funktioniert. Ich bin gerade, glaube ich, kurz vor dem dritten Kapitel, Marvin, falls ob das deine Frage beantwortet, wie weit ich bin. Was ist denn mit WTF der Spieler? Was ist denn damit? Wahrscheinlich, dass mein Vater ihn so hart gestört hat. Ah, ja, kann sein. Wenn du doch da bist, Spieler, dann wär's ja nett, wenn du antworten könntest, was genau du damit meinst. We're in this together. You're my ticket out of the junkyard down here. I'm your ticket to the outside world. Kapitel 3, der Aufstieg. Ich frage mich, ob alle Cores in meinem Bridgman Center darauf programmiert sind, dass sie schwer zu beeindrucken sind oder so. Also dass das so ein echtes so richtig schnell sein muss. Man so, egal wie schnell man ist, man kann doch immer sie, wenn ich niemals, wenn immer sagen, hey, mach schneller, du bist noch nicht schnell genug, zügiger oder so, keine Ahnung.
Da hat diesen Natürlich sagen wir es immer. Klar sagen wir es immer, warum denn nicht? Hm? Gute Frage. Sag du es mir. Siehst du? Ich kann dich nämlich auch nicht dir beantworten. Ich weiß Pause. Nur eins. Ich habe Pause. Pause. Okay, Pause. Ja, Leute, so ist das. Wenn Marvel irgendwie streamt oder so, muss man damit rechnen, dass mindestens 1000 Pausen kommen. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. So geht's weiter? Moment. Ja, jetzt. Okay. My records of the sphere are out of date. Ja, also ich habe ungefähr 4 Maps Vorsprung vor dir. However, I don't know if getting there will be that easy. You got it in you, though. You're my Olympian. Who might not have a beating heart anymore. So, dass ich geschrien habe, ja, Alter. Dann war komisch, ja. Alles hört er nicht. Was soll ich machen? Ey, Alter, ich sag's ihm die ganze Zeit und der. Warum habe ich eigentlich das orange Portal nicht? Ich will trotzdem nichts. Sag ich, mach später. Wenn ich später mache, dann mache ich es auch später. Wo ist denn der Wasser? Ja, das begreifen manche Leute halt nicht mal. Wenn deine Eltern scheinen einige von diesen zu sein. Yep. Dem. Oh. Ach, der. Hallo. Wer ist denn bei dir da? Ja, warte mal. Hallo. Hallo. Ja, was ist? Wer ist bei dir? Ja, was ist? Niemand. Wieso? Weil du gesagt hast, hallo. Nein, Virgil. Mit Virgil habe ich geredet, weil der, bei dem habe ich gerade gefunden hier. Strom an. Leben aus. Es wird aber Action werden, weil jetzt gerade alles elektrisiert, das ganze Wasser. Ja. Okay, warte mal, wir müssen wieder kurz Pause machen. Ach ja, so ist das Leben. Insbesondere dann, wenn man andauernd mit Marvin streamt. Tut mir leid, ja. Dum, 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 dum. Dün, 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 blum, 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 blum.
Wie lange denn noch, Marvin? Ich weiß, dass er mich nicht hört, aber naja. Man könnte es ja trotzdem mal erwähnen. Dann ist ja, glaube ich, nichts falsch. Mann. Nine thousand years later. Nur drei. Du meinst wohl 100.000. 300.000. Ja, genau. Bam, 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 bam. Das ist immer noch nicht genug. Du, eine Zentilliarde entspricht etwa der Realität. Falls du nicht weißt, eine Zentilliarde ist eine Zahl mit 603 Nullen hinten dran. Also das entspricht etwa der Realität, würde ich sagen.
Hallo? So wurde irgendwie aktiviert getrennt. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Du bist jetzt wieder da? Hallo, bist du da? Ja, ich bin da. Okay, gut. Warte. Können wir weiter? Endlich. Nachdem ich ins Spiel reingewartet. Was? Hi für dich. Du warst vorhin gerade im richtigen Winter gegangen, ja? Ich hatte mittlerweile gerade außerdem einmal kurz vor dich in Twitch nachschauen, wo du bist. Da ist mir Spieler gestürzt, aber ist wieder geladen, also keine Sorge. Ich kann direkt weitermachen, wenn du willst. Warte. Moment. Okay, weiter. Hat er nur Jahre gebraucht. Ja, bestimmt mit einem WLAN, ne, Virgil, das wäre noch besser. Leck. Das ist einfach. Wait a second, I'm getting some strange voice coming through. I'll patch it through. Scanning. Lima whiskey 70% complete. No vital signs detected. Initiating flooding procedure. That's coming up from new aperture. What's a... My scans are going nuts. Something's happening. The sphere's unstable. Get out of here. Run! Und nicht so klug. No. Und wieder in die Teststrecken. Das gefällt mir gar nicht. Noch fünf oder vier Maps, dann kommen wir zu Kapitel 4. Dem ein Kapitel in diesem Spiel, welches ich nicht ausstehen kann persönlich. Wie zum Beispiel funktioniert das? Achso, dann ist auch eine Linie. Warum auch immer, ausgerechnet hier, aber egal. Wie kannst du bitte Magazine lesen? Du kannst ja wahrscheinlich mal öffnen als Core. Oh nein, tschüss. Du hast wohl gespeichert. Jetzt gespeichert. Ah, jetzt hat's gereicht. Jetzt hat's gereicht. Dämliche Idee von mir, aber egal. Wusstest du übrigens, Halamasch? Weißt du, wie lange ich weg war? Ich war
Barre 1919998389289289289 Jahre weg. Und mehr. Ja, das hat der Spieler, glaube ich, geschrieben, ne? Ja. Ja, wir hatten ein bisschen Scherz darüber gemacht, wenn du wiederkommst, da habe ich so am Ende noch gesagt, nee, eher eine Zettel, Jahre, das ist, falls du es nicht weißt, 603 Nullen hinten dran und ich glaube, das trifft sie eher. Und darauf hat er nicht beantwortet und da hat er irgendwann beigeschrieben, also ich denke, er ist weg. Ja, genau, jetzt bin ich auch an der Stelle, wo der Aufzug kommt, Alter, habe ich ewig gebaut. Frage ist, was ist schneller, Aufzug oder Treppe? Aufzug oder Treppe? Man darf ja alle Glitches und so verwenden, ne? Ich weiß nicht, welchen Glitch du jetzt damit verwendest. Aber auf jeden Fall. Nimm mal halt. Nee, geht dir sowieso nicht irgendwie. Nee, geht nicht. Okay. Dann hat sich Ige erledigt. Ah, jetzt weiß ich wieder. Genau, so. Portal hier. Portal da. Hat den Satz nicht vervollständigt. Stolz auf dich. Warum zum Teufel sollte ich den vervollständigen? Keine Ahnung. Weil du es sonst immer, weil du es früher gemacht hattest. Aber bei Portal Smell, sobald man diese Boxen aufheben kann, denkt man sich nur, auf einmal hat das Spiel eine Engine. Auf einmal kann man Sachen aufheben. Okay, bad news! When the pump station blew, the floodgates opened up wide. Toxic goose rising fast, the sensors maxed out ages ago, warning lights, woo, going crazy all around. This just got a lot more serious. Okay, nächste Kammer. Nach ca. gefühlten 100.000 Jahren. Ach Quatsch, ist ja noch nicht der Ende der Kammer. Geht auch weiter, stimmt. Ach die. Jetzt ist meine Schuld, dass der uns gefunden hat, ne? Ne, Virgil? Ja, klar. Immer ist alles meine Schuld. Wartest du etwas, Nigel? Verantwortung übernimmt. Sicher, dass er das überhaupt mal irgendwann tut? Ja, ich hab gesagt, erwartest du etwa, dass Nigel Verantwortung übernimmt? So, nein, eigentlich nicht. Was siehst du? Aber es liegt nur daran, dass er ein Core von Aperture Science ist. Guck mal, Aperture Science, das musst du dir mal vorstellen, davon ein Core. Das heißt, das musst du dir mal vorstellen, du spielst ja selber Bartosaurus mehr, aber trotzdem. Das ist gar nicht mehr die eigentliche Lösung, die der Kammer war, aber ach Quatsch, ist viel leichter als das. Genau. Ach Quatsch, was zum Teufel tue ich denn da?
Wow, that actually worked. I mean, great. No. Well, that's just great. Can't we get through a room once without stuff blowing up or blocking our way? Try to find some water again or something. Great. From there, there's just the walls. Don't get comfy, though. I've pulled the plug on some emergency run-up dams, but the goo is still rising. Hallo Spieler. Nächste Kamera. Spieler ist wieder da. Alter. Spieler ist auf jeden Fall wieder da. Hallo. Nochmal. Ach man. So, bin jetzt bei Pump Station, bin jetzt erst bei den, da wo man beide Gele aktivieren muss, an dem Raum. Erst, du meinst erst? Ja, hab ich doch gesagt, oder? Nein, du hast gesagt schon. Oh, dann sorry, dann erst. My records show that at least two people were needed to activate the bolt hatch. You're one person. There's a bit of a problem there. I'm sure you can figure something out. Scheiße, was habe ich getan? Getan hast? Bin ein verdammter Vollidiot, Alter. Ja, du hast dich wahrscheinlich eingesperrt oder so, genau was weiß ich. Ich hab den Würfel eingegelt, blau. Tja. Ist aber nicht so schlimm, ist aber nicht so schlimm. Oh. Ich glaube, der Elevator, der sich so dreht und in die Luft fährt, also aus dem, in dem einen Raum, wo man so einen Elevator hat, wie bei Portal 2, der sich so dreht und ja. So. Ich glaube, der ist da rausgekoppelt. Und er lebt wieder was. Just like Aperture. Wir wurden davon ja auch zerstört. Naja, Portal Original ist auf jeden Fall ein starker Mod. Beziehungsweise ist es ja ein
eigentlich mehr Pech. Und das liegt nicht daran, dass es besonders gut ist, sondern einfach daran, dass andere Mods besonders schlecht sind. Das kann natürlich auch sein. Also eins ist eigentlich mal annehmbar ist und meinst du, dass die anderen eigentlich scheiße sind? Ja, kann natürlich sein. Kann natürlich sein. Das kann nicht so sein, das ist so. Kommt natürlich auch an, wen du fragst. Aber glaubt mir, würde ich jetzt alle Portal-Fans mit allen möglichen Mods fragen, würde sogar einige geben, die sogar sagen würden, Portal Pro ist besser. Liegt einfach daran, dass manche Leute so dumm sind und daran keinen großen Unterschied in der Schwierigkeit erkennen. Und es halt beeindruckend finden, wenn jemand den Portal 1 macht, wobei es davon eigentlich viel mehr gibt, aber naja. Wie lange wollten wir noch streamen? So lange, bis das hier durch ist. In anderen Worten, eine Weile. Ihr könnt euch also ruhig ein bisschen Kaffee und Tee und so bereitstellen. Ja genau, du kannst ruhig ein bisschen Kekse nehmen und dann noch ein bisschen Chips oder so, keine Ahnung. Sowas wie ich. Ich habe auch Chips hier rumstehen und eine Cola. Also hier haben wir so einen Zocker. Der die ganze Zeit vorm PC sitzt. Nur das ist eigentlich Hadamard, also es ist... Wenn du das denkst, dann vertauscht du was. Naja, ich bin's mehr als Marvin, aber Marvin ist es eigentlich auch. Zumindest in seiner Freizeit. Bloß davon habe ich mehr als er. Ach, jetzt. Ach, das... Okay, jetzt, ich hab Walsche. Ich bin jedenfalls jetzt hier bei dir. Ich bin jetzt auf jeden Fall bei dem. Weiß nicht, du bist bestimmt schon viel weiter, aber sag mir trotzdem mal, wer du bist. Wie weit bist du schon von Walsche? Wie weit bist du davon entfernt, dass du Walsche gefunden hast? Parktestkammern. Ungefähr 4 Maps. Nein. Scheiße. Bring mal kurz auf Escape. Nein, ja, fast, kannst du wieder reingehen. Nein, da durch! Scheiße. Was ist denn? Nein! Mann, jetzt habe ich mir einen Würfel zerstört hier. Ah, jetzt muss ich nochmal hochgehen, um den nochmal zu holen. Scheiße. Nein, was tue ich? Ich bin voll Idiot. So. Ich glaube ja, ich brauche beide. Wenn nicht, dann bin ich ein noch größerer Vollidiot, weil ich dann anderen versuche, beide Würfel zu holen, weil ich nur einen brauche. Aber ich gehe halt die Ordnung mal sicher, weil ich weiß es nicht mehr. Und nicht auswendig. Alter. Ich werde warten, bis zwei Würfel etwas näher aneinander sind. What? Ach, die beiden Würfel sind immer noch da. Ach so. Vielleicht. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt wieder, wie es ging. Genau, muss den Laserwürfel aber erstmal rausnehmen. Der Rest dafür jetzt unwichtig erstmal. So. Naja, aber immerhin. Weißt du was? Du bist unwichtig, du wirst nicht mehr gebraucht. Weißt du was noch? Ganz kurz in dem Mod. Das hat er mal. Die Übersetzung. Ist echt gut. Ja, was meinst du? Übersetzung von dem Mod. Ja, ist nicht schlecht, aber wisst nicht, was da jetzt so interessant sein sollte. Ich glaube, du könntest es eher beurteilen, wenn du die Originalversion so verstehen würdest, wie sie ist. Wahrscheinlich. Weil so kannst du zwar abschätzen, wie viel Sinn die Übersetzung selber ergibt, aber nicht wie das im Vergleich zum Originaltext ist. Ist einigermaßen gut, aber ich habe auch schon Besseres gesehen. Man kann sich ja nicht frei übersetzen, das hört sich schon scheiße an.
Also ich hätte ein paar Sachen ein bisschen anders übersetzt, aber der Großteil ist eigentlich ganz in Ordnung. Wenigstens sieht es so aus, als hätte alles in Google Übersetzer einfach eingegeben worden. Ja. So. Seine Tests. Ich bin jetzt in seiner Testing-Strecke. Okay, ich bin ein paar Tests weiter, aber naja. Nein. Ich würde dich da heute reinwerfen. Lass den erstmal ja so stehen. Kannst nur falls immer noch umändern. So. Mach ich dann gleich. Hör auf, bitte nichts sagen, bitte nichts sagen, bitte nichts sagen. Ja, aber musstest du was sagen? Mach jetzt Pause. Okay. Ja, warte. Warte noch kurz. Spiel muss kurz wieder laden. Das war das Einzige, was sie mir sagen wollten. Und dann ich so, ja, ich mach. Ja. Und dann warten noch kurz bevor. Bevor sie reinkommen, dann kommen sie trotzdem rein. Ja. So, wenn wir da. So, wir können weitermachen, okay? Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Okay. Okay, weiter. Das kommt jetzt aus dem Nichts, Alter. Ach! Was bin ich denn für ein Vollidiot, Alter? Na, ich weiß, ein ziemlich großer, na und? Wenigstens gebe ich es offen zu. Im Gegensatz zu manchen anderen Leuten, die Idioten sind, nur es nicht zugeben und meistens nicht mal merken. War das nochmal? Ach, ich weiß. Ah, ja, stimmt. Scheiße. Ich muss den doch auf die andere Seite stellen. Mist, 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 Mist. Ui. So. Räumen das Portal hier. So. Da, da, so. Jetzt den Würfel mit durchnehmen. Ah, nee, 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 nee. Hier, wenn ich den jetzt unterbreche, dann... Andererseits brauche ich ja gar nicht mehr, stimmt. Aber zuerst... Okay. Muss ich eh den anderen Würfel holen. So. Hier. So, jetzt, immer blaues Portal da drüben.
Dilemma gelöst, endlich. Natürlich, natürlich. Ah! Na klar. Mir ist gut, keine Sorge. Naja. Das halte ich für ein Gerücht, aber... Passt schon. Nein, ich sag das wegen dem, was Virgil da gefragt hat. Geht's dir gut, Mel? Ja, wie gesagt, das halte ich für ein Gerücht. Es geht ja nicht hier um Hadamard, es geht ja hier um Mel. Das ist ja Ach so. Der Unterschied. Achso, ja gut, dann... Wo ich glaube, Mel wird es auch nicht gut gehen, wenn so viele Tests die ganze Zeit absolvieren müsste. Das habe ich natürlich nicht bedacht. Wie war das nochmal? Also nicht auf die Seite mit dem Würfel? Ja. Na, wenigstens bin ich der Einzige, der anscheinend ein paar Lösungen noch vergessen hat. Ich nämlich auch, glaub mir. Oh ja. Die Lösungen vergessen sich so ein bisschen, weißt du? Aber man hat sich schon noch so ein bisschen. Aber das ist echt. Später wird es echt hart, sich die Sachen noch immer zu merken. Wie gesagt, am schlimmsten war es immer für mich beim vierten Kapitel. Alles, was davor oder danach kommt, das sollte eigentlich machbar sein für mich. Ja. Kann ich orange da ansetzen? Jetzt habe ich blau da. Sieht blau, aber sieht das aber nach oben. Danke. Nein. Scheiße. Okay, ich bin das der dabei kaputt. Ja. Nächste. Ah, Mann. Alter, wenn wir am Ende nicht so viel Zeit auseinander liegen, weil ich die ganzen Ladezähne, werde ich das ausrechnen, wie lange ich gebraucht habe und von dir auch, damit ich dann schauen kann. Aber nur wenn es knapp wird. Weiß, das ist ja gar nicht. Ich denke nicht. Schon, weil im vierten Kapitel werde ich mich gewaltig zurückwerfen und du liegst gar nicht mal so weit zurück. Ich werde jetzt nicht sagen, wie weit genau, aber so weit ist es auf jeden Fall nicht. Ich kann ja mal sagen, wo ich... Achso, schau, du siehst ja meinen Stream, ne? Ja. Ganz genau. Ein Würfel, ja. Brauchst du einen Würfel, danke. Flex. Ach, scheiße, jetzt bin ich gerade gefallen. Ach, da ist ja noch ein zweiter Würfel. Alter, ich habe mir das mal so richtig unnötig schwer gemacht. Ich dachte die ganze Zeit, hier habe ich nur einen Würfel. Alter, das bin ich ein Vollpfosten, ey. Gute Frage. Kann ich dir aber auch nicht sagen. Ich habe die ganze Zeit versucht, mit einem Würfel das zu lösen. Dabei habe ich noch einfach einen zweiten holen können die ganze Zeit. Oh Mann, ey. Ja, manchmal machen wir Dinge, die unnötig sind. Ernsthaft? Manchmal machen wir Dinge, die unnötig sind? Das ist dein Kommentar. Ja. Hey, was soll ich sagen? Willst du was anderes hören? Kein Problem, kann ich auch sagen. Irgendwas. Okay, irgendwas. Oh Mann. Komm schon, das war eine gute Antwort. Die war nicht schlecht. Ja, okay, die war auch nicht schlecht. Okay, nächste Kammer. Sobald der Würfel ankommt. Oh, ich hab den Würfel vergessen. Was die Portalfläche. Ort. Muss mal schauen, wie ich bin. Ja, du siehst ja gerade, in welcher Kammer ich bin, ne? Muss mal schauen, wie ich die löse. Ist auf jeden Fall nicht so gedacht. Na und? Ich habe auch nicht alles so gelöst, wie es gedacht war, glaube ich. Weißt du, bei dem Rätsel weiß ich bis heute nicht die richtige Lösung. Ich habe sie zwar mal gesehen, aber ich habe sie schon wieder vergessen.
Okay, kannst du ja im offiziellen Walkthrough nachschauen. Ja. Ich hab sie. Auf jeden Fall, ich hab sie mir mal angeschaut, die Lösung. Ich weiß sie nicht mehr. Oh, was war's, Lex? Jetzt. Ups. Ah ja, warte mal, den brauche ich ja unten. Oh, fuck. Fuck! Wie war das? Warte mal kurz, Marvin. Warte mal kurz. Ja? Also bist auch so Escape oder wie, ja? Ja. Muss kurz schauen. Okay, gut. Okay, warte. Zusehen kann. So ist es leichter. Es kann ich zwar nur deinen Chat verfolgen, aber ich glaube kaum, dass hier immer jemand was schreibt. Und wenn doch, dann merke ich es ja später. Kann ich? Dann sehe ich es auch im Video. Hi. Hä? Was? Ob ich weitermachen kann? Ja. Oh, na fuck. Alter. Was mit dem Laser? Ich bin gerade wieder außerhalb von Kammern. Und jetzt sagt mir Virgil gerade, dass der Computer Aegis heißt. Okay, ich zieh jetzt einen ein und dann. Ja, vielleicht. Dein Unterricht hat's ja nicht, weil das dritte Ziel ist ja klar, das kannst du zwar noch nicht wissen, Virgil, aber trotzdem. Die ist ja so, die hat ja tatsächlich die Wissenschaftler getötet. Und zwar alle! Alle! Ah. Würfel, komm mit mir. Eventuell brauche ich dich noch. Ich weiß es nicht mehr, aber ich möchte kein Risiko eingehen. Oh. Siehst du, wir brauchen den. Haha, hab recht gehabt. Warum hast du mir nicht gesagt? Ach ja, richtig, du kannst mir nicht helfen. Sorry. Okay, jetzt ist offen. Würfel ist da oben. Der Würfel, da kann ich hier hin. Und ich ihn damit einsaugen kann. So. Der Strahl geht aber eh in die falsche Richtung, also muss ich erstmal schauen, was ich dagegen tun kann. Vielleicht nicht, aber was würdest du denn an meiner Stelle tun, Virgil? Hä? Was würdest du tun? Ganz recht, ich glaube, du hast auch nicht gerade eine bessere Idee. Ganz einfach. Virgil würde 1919918 blau, du weißt, kennst die Zahl, Jahre verschwinden. Ja, oder so. Und danach bist du vermutlich tot.
Sicher, naja. Nein, ich bin tot. Mein erster Tod in Bald Stories, man. Oh mein Gott. Ja! Aber dieses Timing einfach. Du sagst so, und dann bist du tot, und dann genau in dem Moment sterbe ich einfach. Dieses Timing, Alter. Tja. Das hättest du schon vor gewusst, Alter. Ja, vielleicht wusste ich es ja schon. Alter. Ach nee. Du bist ja kein Zeitreisender. Boah, willst du das jetzt wissen? Weil ich intelligenter bin als du. Warum? Ah ja. Das hat mich jetzt getroffen. Oder was ist wahr? Wahre Fakten müssen mit wahren Fakten beantwortet werden. Das hier war einer. Beziehungsweise jetzt schon zwei. Komm mit mir, Laserwaffel, komm mit. Antwort lautet 9. Laserwaffel mag dich nicht. So. Meldet Laser. Einmal. Zweimal. Oh. Nächste Kammer, los! Ach stimmt, ja, ich kann den ja nicht mitnehmen. Ach. Gut, dann werfe ich ihn da so rüber. Oh, ist ja klar. Alter, warum war das klar, dass das passieren würde? Der Würfel fliegt! Wollte ihn eigentlich loswerden und dann auf einmal landet. So, Aegis sagt so an einer Stelle, Aufzugfall aktiviert, wo ich gerade war. Aber vor allem, der sagt es so laut, dass man sich die ganze Anlage hört. Und da es ja um die organische Lebensform ging, darum die zu killen, sollte Aegis ja eigentlich wenigstens darauf vorprogrammiert sein, dass die versteht, was er sagt. Und deswegen bereits weiß, was er tun will. Aber überleg mal, hat er mal schon mal, wie lange der Aufzug braucht, bis er zugeht. Auch Fehlprogrammierung. Tötet sie, Hexe. Okay, gut zu wissen, dass die Tests haben normalerweise mal dreimal getestet werden. Getestet werden. Oh, nee, schon wieder. Und mein zweiter Tod. Naja, eigentlich werden die nicht dreimal getestet. Weißt du, woran man das merkt? Naja, die würden niemals so viel Geld ausgeben und die der Strecke dreimal testen lassen. Natürlich, aber das sagt Virgil hier so. Ja. Und dann sagt er noch so, manche Leute können anscheinend einfach nicht zählen. Alter, was ist mit der Maussensitivität los? Warte mal, kurz Pause. Ja. Okay, kannst weiter. Okay. So. Shit. Ich hab was vergessen. Darf ich jetzt erstmal holen? Hey, nein, das funktioniert ja nicht. Ups. Man vergisst Sachen, echt. Das ist. Was? Leck. Okay.
Nein, ich wollte den Würfel eigentlich fangen. Hallo, Würfel, kannst du immer gerade da rausfallen, bitte. Okay, ich warte diesmal, bis er da landet. So, geht doch. Ah, genau so war's. Alle Turrets zerstört, so. Nein, falsches Portal. Ach man, scheiße, als ob. Naja, oben ist offen. Ich bin mir auch sicher, dass ich schaffen kann. Ja, ich laufe immer über diese Falltür. Das ist eigentlich auch passiert. An einer Stelle hat Aegis so eine Falltür aufgemacht. Und ich laufe jedes Mal über diese Falltür. Ich mache die so spät runter, dass ich da locker, dass man locker drüber laufen kann. Wenn man weitermachen will. Das ist auf der Seite. Du bist übrigens gerade bei der Kammer, bei der ich vorhin dachte, ich hätte nur einen Würfel und dabei war es 2-2 haben können, ja? Dachtest du da jetzt nur einen Würfel? Ja, Pech für dich. Ja. Lol. Habe ich irgendwie 3 Minuten oder so dran verschwendet, nur weil ich mir nicht gemerkt habe, dass ich die ganze Zeit einen zweiten Würfel hätte haben können. Wieder mal dachte ich, hatte gar nicht um die Ecke geguckt und dann gemerkt habe, oh, das wäre sogar richtig gewesen. Ja. Warum bist du eigentlich so schadenfroh mit dem Pech für dich? So kenne ich dich nicht. Keine Ahnung. Eigentlich habe ich nur so gesagt. Ja, wenigstens übernimmst du ein paar Eigenschaften von mir. Das ist schon mal eine gute Sache. Jetzt musst du doch lernen, das immer zu sein. Normaler Mensch. Warum bist du so schadenfroh? Ich bin traurig. Adamat. Oh, du bist schadenfroh. Endlich bist du wie ich. Ich glaube, ich bin gerade kurz. Ja, Kapitel 4. Organische Komplikationen. Also in anderen Worten, das Kapitel, was ich über alles hasse. Ja, aber das ergibt keinen Sinn. Stopp. Lass ihn da einsaugen, oder? Hoffen wir's. Passwort, bestimmt, Alter. Hab einen Knopf gedrückt. Oh, da bin ich durch. Komm hier auf, Tür. I got some control again. There's another lift transfer down below. Hold on. Activating the elevator. Now. Hänge ich eigentlich weit hinterher? Adamat. Hallo. Ja. Hänge ich weit hinterher?
Und nicht unbedingt ein paar Kammern. Ich bin gerade im vierten Kapitel lang in der ersten Map, also nicht besonders weit. Woher weißt du, woher wusstest du, wann das vierte Kapitel losgeht? Weil ich mir das gemerkt habe. Ach so. Ja, im Gegensatz zu dir passe ich nämlich auf, wenn ich das Ganze durchspiele. Und wann die Kapitel beginnen und so. Okay. Da erinnere ich mich auch noch an einige Rätsel. Nicht an alle, aber an einige. Na, ich erinnere mich fast an jedes Rätsel noch. Zumindest, wenn ich es sehe. Nicht komplett, also ich kann es jetzt nicht auswendig sagen, welche Rätsel jetzt kommen oder so, aber ich kann sagen, wenn ich das Rätsel sehe, wie es gelöst wird. Und das ist das Wichtige. Okay, das könnte ich jetzt nicht bei allen unbedingt machen. Bei den meisten. Ja, nämlich zwar die Existenz nicht, der Rätsel, nicht bei nicht allen, sagen, aber ich kann mich dann meistens daran erinnern, wie ich es gelöst habe. Ziemlich gut. Okay. Weißt du, das Grundverständnis muss da sein. Und wenn das da ist, und wenn es dann noch extrem erweitert ist, dann geht das alles. Alles klar. Easy. Kann bitte der letzte Punkt mal laden, oder willst du mich eigentlich... Ich will nicht, was auch immer du meinst. Ja. Ah, jetzt endlich. Change of plans. I found a panel that I can move out of the way. Portal down to that catwalk in the distance. I'll tell you more there. So, I was thinking, if this computer has scanners searching for biological substances, maybe there can be some interference? You know, with things like plants? There's an overgrown testing track across the facility that hasn't been converted yet. Nein! Lol. Du musst in den nächsten Tod anschauen, der passiert. Also nicht, dass es geht. Aber eins der dümmsten Tode, die ich jemals haben hätte können. Da muss ich ja noch warten, bis es fertig geladen hat. So, jetzt habe ich ein Problem, weil jetzt gerade weil ich zum Beispiel nicht, wie es weitergeht. Genau. Also wenn ich jetzt das Portal da setze, dann ist das ja weg. Den Traktorstrahl nicht verwenden. Ich brauche aber den Traktorstrahl, das da reinzuschieben. Portal kann ich nie und nimmer von da unten treffen. Das andere, das könnte ich schaffen. Aber das kann ich von da oben schwer beurteilen. Geht das? As the Aperture Employee Guardian and Intrusion System, or AGIS for short. It looks to be a security mainframe, trying to protect the scientists logged into its system. It hasn't been turned on in decades. Aber selbst wenn, das wird mir das überhaupt bringen? Gar nichts. Maybe it thinks we killed the scientists. Okay, ich glaube zwar nicht, dass es so vorgesehen war, aber es ist mir jetzt scheißegal. Ich habe es auf jeden Fall jetzt sozusagen so gut wie geschafft. Ja. Manchmal ist es mir egal, ob es die vorgesehene Lösung ist oder nicht. Hauptsache, man löst es, ne? Richtig. Weißt du, bei der einen Testbringung ist auch egal. Manchmal ist es einfach egal. Manchmal möchte man die richtige Lösung nicht gar nicht erst wissen, weil die andere einfacher ist. Aber das hier war jetzt nicht immer die richtige Lösung, weil eigentlich der Laserwürfel, den ich brauchte, der war hinter einem Emanzipationsgitter. Was habe ich getan? Ich habe den einfach aufgenommen, wo er gerade runterfiel und bin dann langsam zurückgelaufen, weil direkt davor war der Knopf des Emanzipationsgitter deaktiviert und da habe ich einfach den Würfel dabei aufgefangen. Dabei. Well, well. Always well prepared. I guess you already knew that somehow that cube would come in handy. Have you done this before? Ja, doch mal die Stelle so geil. Wo hast du ja, glaube ich, auch so gemacht, dass du den Würfel schon genommen hast. Und dann sagt er ja, dann sagt Nigel ja,
Virgil, genau. Sagt dann ja, als hättest du gewusst, dass du diesen Würfel brauchst. Hast du das irgendwie schon mal gemacht? Auf Deutsch sagt er das jedenfalls. Keine Ahnung, ich passe nicht besonders auf das, was gesagt wird, ja? Ich auch nicht, aber ich weiß das noch von meinem Let's Play. Lol. Okay, das war idiotisch. Das war idiotisch. Na passt ja, ich bin ein Idiot, also mache ich auch idiotische Sachen. He is a idiot. Sehr witzig, Maulen. Nein, keine Ahnung, ist mir einfach so in den Kopf gekommen. Eigentlich ist mir dieses You are idiot in den Kopf gekommen. Weil ich ja stimmt, you are, hätte ich auch sagen können. Hey, geil, ich stand gerade im Würfel drin. Was? Was geht mit meinem Würfel ab? Der Würfel ist kaputt. Okay. Ich stehe im Würfel drin. Interessant. Okay, interessant. Sehr. Ach so, ich glaube, das hatte ich sogar vorher auch schon entdeckt, dass man irgendwie da im Würfel immer drin steht. Hä, aber es sollte eigentlich nicht so sein, aber naja, ich habe ja auch einen Plan B. Plan B! Was habe ich? Jetzt habe ich schon wieder einen Würfel verpasst. Alter, heute ist der Tag, an dem ich alle Würfel verpasse. Von denen ich denke, dass es sie gar nicht gibt. Dachte ich so, dann will ich ein Portaltes Endo schießen oder so etwas. Und es stellt sich heraus, ganz recht, ich hätte die ganze Zeit einfach schon einen Würfel haben können, schon wieder. Pause. Okay, Pause ist gut. Ich muss kurz diesen komischen fetten Fies haben. Okay, ciao, Spieler. Oh, sorry. Kommen wir weiter. So, bin ich da. Okay. Weiter. Vor allem der Würfel, der war so direkt am Anfang, hätte ihn da direkt haben können. Aber nein, was tue ich? Ich merke nicht mal, dass es einen gibt. Ist
So, warte mal, es gibt sogar bei einem Test, du kannst ja gerade gleich bei mir schauen, nehme ich den Würfel einfach mit, auch wenn ich ihn nicht komplett mitnehmen kann, aber ich kann ihn zumindest zerstören. Als ob. Warum zum Teufel kann ich mal einfach da drin stehen bleiben? Von 1 ist doch auch so geregelt, dass er dann immer auf der anderen Seite noch bleibt. Man konnte das hier nicht einfach auch machen. Egal, so. Okay, jetzt komme ich. Jetzt bin ich bei dem Test, Dinge, wo man dreimal testen muss. Ich könnte eigentlich auch einfach da unten das Portal schießen und dann mit dem Würfel raufgehen, aber egal. Okay, da war ich vorhin. Ich glaube, ich bin jetzt ungefähr 2 Kammern weiter oder so. Also, ja. Hey, das geht ja voll. Hätte ich gar nicht erwartet. Ich war viel weiter hinten vorher. Oder wissen wir so da. Ich bin bei den letzten 8 Kammern voll gehangen. Wer hat dir doch gesagt, das 4. Kapitel liegt mir gar nicht von dieser Mod. Ja, scheint so. Die Trailer-Musik, ne, das ist ja nice. Let's see what I can do. How about I fire up the lasers? Deep pit. How about a hard life bridge? Ich darf wieder Tests machen und du darfst irgendwelche Sachen herausfinden über Aegis. Okay. Natürlich, natürlich, Alter. Danke. Genau, müsste einfach nur die ganze Zeit das Portal hier machen, Alter. Okay, und jetzt, das war das zweite Mal, dann jetzt das dritte Mal. Ja, da war ich echt schnell durchgekommen durch die Kammer, die man da öfters machen muss. Weil die ist auch nicht besonders schwer. Kein Knopf werde ich anders drücken, Alter. A, B. Also, so. Der Würfel, der muss auf den Knopf stehen. Aber wie zur Hölle kriege ich ihn dann durch das andere Portal dadurch? Ach, cool. Er hängt ein bisschen. Das ist geil. Aber ich hänge schon die ganze Zeit in den Kammern hier. Okay. Ich komme gerade gut durch. Ich sag's dir von Anfang an, ich habe in den Kammern der 4. Kapitels dieses Spiels überhaupt keine Ahnung, ja? Cool. Ich erinnere, also wie gesagt, es kommt immer so, was die Rätsel, wenn ich die mache, wenn ich die sehe, dann ja, kann ich quasi Dateien laden. Meistens erinnere ich mich an die Rätsel, aber nicht an die Lösung. Ich erinnere mich schon an die Lösung. Ich habe so meine eigene Art, das abzuspeichern. Ich kann nicht sagen, genau wie ich das mache, aber
Ja, so meine eigene Art, wie ich das abspeichere. Sehr interessante Art. Warte mal. Kann ich mich da irgendwie hochdrücken langsam? Mit dem Burger. Könntest du bitte Ladenspiel? Wäre echt cool. Angenommen, ich wäre noch dort oben. Ja. Könnte. Okay, ich glaube, ich weiß jetzt, wie es geht. Genau, das wird nämlich automatisch ersetzt. So, endlich! Nach gefühlten 500.000 Jahren. So. There's some stuff here blocking the path for the elevator. Hold on for emergency brakes. Just climb on out of here and let's get moving. Ah, nicht diese Kammer, Alter. That was close. You could have been in there. There. Oh, wait, you just were. Bei der Kammer hier hatte ich besonders lange Probleme, Alter. Ah, Mann. Was bringt das bitte, wenn ich den Strahl jetzt umdrehe? Alter, man braucht ja so lang. Es ist so lang warten, bis der es frei macht. Ich musste wahrscheinlich auch da warten, wo du gerade warten musst. Du hast eigentlich voll die gute Gelegenheit, gerade aufzuholen, weil ich bin schon wieder ratlos. Ja, krass. Ja, jetzt! Lass uns die Passwörter raten. Passwort. Admin? Alter, wie zum Teufel. Oh Mann. Jetzt bist du auch bei Kapitel 4, okay. Ja. Okay. Hast du sonst keinen Knopf oder so? Kapitel 4. Ah, das Rätsel. Oh ja. Ah, all diejenigen, die für mich behinderlich sind, sind alle in Kapitel 4, ja. According to the systems, the toxic goo is still rising. You should continue to move through the tests and upwards. Keep your feet dry. Ah, stimmt, ich vergessen, den Knopf zu drücken. Alter. Da muss ja hier was draufstehen, ob es so nur hell anders ging. Ja, ich kann ja auch mal hier drüben das Portal schießen. Stimmt, Alter, ich bin dämlich. Ging irgendwie anders. Richtig dämlich. Da ist ein Laser rein. Aber selbst wenn, das bringt mir jetzt auch schon wieder nix. Ich kann jetzt auch nicht hochfliegen. Mann, ey. Kann ich den Würfel hier rausholen? Wenn ich da hochfliege, aber das ist immer noch nicht hoch genug, um das zu erreichen. Na, und jetzt kann ich den Würfel hier hinten auflegen. Ah. Oh Mann, ich bin. Dafür habe ich jetzt schon wieder so lange. Alles klar. Dann glaube da hin. So. Die simpelsten Sachen auf der Welt brauche ich so ewig lange. Jetzt kann ich. Oh shit, kann ich den Würfel hier holen. Ach, was zum Teufel tue ich jetzt schon wieder für eine Scheiße? Jetzt kann ich einfach hochfliegen. Ja, Portal hier, Portal da. So. Ferret, bla bla bla. So ging das aber nicht. Was? Wollte mal ein bisschen abwechslungsreich sein.
Ich weiß, ich wollte dich nur ein bisschen verarschen. Mir ist recht egal, was du da die ganze Zeit sagst. So. Habe ich einen Laserwurfel? So. Das war klar, dass es ein bisschen mehr. Ja, aktivieren. Das war verkackt. Scheiße. Toll, ich hab's fast. War einfach nur dumm reingezogen. Schneller. Das ist eine gute Chance, zum Hadamard aufzuholen. Komm! Jetzt werde ich mir langsam nicht mehr so sicher, weil ich fange dann schon wieder an, aktiver zu werden. Ah, aber schlecht. Wo führt denn diese andere Linie hin? Da. Darüber! Wie? Ich muss den von vorne machen. Ach, scheiße, ich muss von vorne. Wo ist der Würfel? Ach, da. Okay, gut. Beruhigt. Ich bin beruhigt. So. Okay, dann muss ich jetzt hier mal kurz rüber. So. Portal da, Portal da. Ah, Portal hier. Kann man. Ach ja, richtig. Jetzt muss ich die Portale neu setzen. Ah. Portal hier, Portal da, Portal da, Portal da. Hier unten. Auch schon richtig gerichtet, so. Verständlich. Die Wissenschaftler von Apple Science sind alle besonders grausam, dass sich einfach irgendwelche Leute aussuchen, die sie die ganze Zeit testen können. Aber erzähl mir nicht über grausame Wissenschaftler, Virgil. Ja, ich habe Virgil und nicht Nigel gesagt. Ist das nicht unfassbar? Ich habe mir einfach seinen Namen gemerkt. Cool. Oh, nächste Kammer. Was kam jetzt? Ach nö! Nicht auch noch die hier. So, was war das hier nochmal? Oh doch, ich hab vergessen, okay. Wie ich da oben jetzt das Portal hin machen kann. Echt? Ich glaube, ich bin gerade in der Kammer, wo man auch diesen Rainbow Core finden kann. Du weißt doch, welchen ich meine, ne? Ja, ich weiß schon, welchen du meinst. Ja, okay, in der bin ich gerade, glaube ich. Was ist das für eine Aussage? Aber ich will jetzt gerade nicht herausfinden, weil ich möchte mich nur auf das Rätsel konzentrieren. So, zweiter Würfel. Jetzt gerade nicht. Ah, so. Genau. Wie kann ich den jetzt nochmal mitnehmen? Ich meine, ich hab den ja jetzt. Cool. Scheiße. Ich habe nie ausprobiert, ob das hier eigentlich mit dem, ob der Glitch hier eigentlich auch mit Würfeln funktioniert. Ich weiß nur, dass er so funktioniert, also zumindest meistens. Aber ich kann es ja mal herausfinden. Das war zwar wahrscheinlich nicht so gedacht, das war wahrscheinlich ein bisschen anders, aber naja. Bin ich gespannt herauszufinden, ob das auch mit Würfeln geht oder nicht.
Es geht auch mit Würfeln. Nicer Dicer. Nicer Dicer. Ich glitch mich hier gerade zum Ende der Kammer. Von einem Glitch zum nächsten. Ich will... Scheiße. Ich wollte treffen, Egal, ich habe hier drüben ja ein Portal, beziehungsweise sogar zwei. Aber bedeutet, ich muss nur hier drüben eins machen und dann... Natürlich, natürlich. So. Das bringt mir ja nichts, wenn ich die Portale da schieße und dann trotzdem einfach nicht da reinkomme. Alter, es leckt so sehr, dass ich den... Nächster Glitch. Also ich glitche mich hier gerade wirklich wortwörtlich im wahrsten Sinne des Wortes durch von Glitch zu... Nächster Kammer. Wie, du glitschst dich durch? Einfach nur, weil, warum nicht? Ich verwende einen Glitch nach dem anderen. Das ist das, was ich meine. Jetzt. Weil die normalen Lösungen, die dauern zu lange, deswegen nutze ich einfach Glitches aus. Weil so sind meine Chancen mit deinen, weil du gerade besser im Rätsel lösen bist, ein bisschen leichter, wenn du verstehst, was ich meine. Leichter? Du bist doch eh schon besser. Du bist doch eh besser. Ja, trotzdem. Du erinnerst dich besser an die Kammern, also. So. Naja, Hadamard kann wohl, er kann einfach nicht verlieren. Er muss halt alles ausnutzen. Da kann ich nichts machen. Du könntest auch Glitches nutzen, ja. Ich Glitches weiß. Ist nicht verboten. Insbesondere jetzt nicht, weil es in der Trace ist. Ah, ich hab bis jetzt. Ich bin irgendwie so ein bisschen. Jetzt gerade nicht! Und Glitches nutzen bin ich nicht so gut, weil ich erkenne immer die Situation nicht, wenn ich. Aber ich kann mal kurz eine Pause machen. Jo. Wie lang? Wir müssen mal kurz schauen, was die von mir wollen. Also mach bitte kurz Pause, ja? Jo. Okay. So, was habt ihr da, Leute? Das ist noch klar. Oh, Elvis. Eventuell könnte die Pause etwas länger werden, so um die 5 bis 10 Minuten. Ernsthaft? Ja, dann wollen wir den Stream kurz pausieren oder wollen wir ihn einfach laufen lassen? Lass ihn laufen. Okay. Warte kurz. Und natürlich wird jetzt auch das Spiel gerade abgespielt. Na, scheiß drauf, ich starte gleich dann wieder. Hier. Und sofort wieder da. Also ja, in ein paar Minuten. Okay. Ja, wenn man jetzt weg ist, haben wir ein bisschen Zeit. Immer anschauen, was so viel auslastet. Was lastet der PC denn so hart aus? Also,
Als OBS-Profil? Na, ist ja klar. Oh mein, der Taskmanager, ich bin gerade genau gesehen, der war hier oben. Da. Ja. Viel dafür, dass er das nur einsieht. Ja, bei dem nur einsehen, wie stark die Sachen ausgelastet sind und so. Der braucht ja so hart viel. Also dafür, dass er einfach nur die Sachen anzeigt, ist das krass. Der Taskmanager verbraucht teilweise mehr von der CPU als mein Twitch. Meine Redemöglichkeit. Oh ja. Oh ja. Der Strom maximal 0,5%. Das ist ziemlich stable. Oh, jetzt 0,3, lol. Ey, du liegst im Chat drauf fast gar nichts. Der ist auf 0% gerade, lol. Oh, ein bisschen Arbeitsspeicher. Ja. Machen wir wieder aus. Beziehungsweise, ich warte mal an. Wenn ich schon dabei bin, kann ich nämlich, ich ziehe mal auf den zweiten Bildschirm und dann mache ich ihn zu. Das falls das Spiel, sich auffängt, kann ich den Taskmanager auf dem zweiten Bildschirm starten. Ah, ich habe gar nicht den Namen umbenannt. Machen wir es jetzt. Die ganze Zeit auf den falschen Namen gestreamt. Okay. Let's rename it. Für mich kurz, damit die mich nicht stören können.
So, bin wieder da. Aber Hadamard ist wahrscheinlich nicht wieder da. Gut, soviel zum Namen. Weiß nicht, was manchmal los ist, aber manchmal ist mein PC übelst langsam. Warum, weiß ich nicht, selber nicht. War in letzter Zeit fast gar nicht mehr so. In letzter Zeit ging es immer. War immer perfekt und immer flüssig. Aber auf einmal? Ne. Man wollte ja nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr so flüssig wie sonst. Liegt daran, dass er wieder so lang an war, wisst ihr? Ich glaube, mein PC lässt an Leistung nach, wenn ich ihn lang verwende und oft. Lang und oft verwende, dann lässt er seine Leistung erstmal wieder ein bisschen nach, bis ich dann ihn wieder entlaste. So, so viel zu meiner Theorie. Was ich gefunden habe, war nichts Besonderes. Ich schau mal wegen Hadamard. Also da ist er. Aber er ist wohl noch weg. Live. Gleich, wenn ich beim Hadamard zurückspulen könnte, würde ich das machen. Da würde ich jetzt mal reinschauen, aber kann ich ja nicht. Der streamt ja nur bei Twitch. Ich habe auch manchmal schon vorgehabt, nur Batteries zu streamen, aber ich weiß nicht. Andererseits denkt man halt auch, hey, wenn ich die Möglichkeit habe, an mehrere Plattformen zu streamen, warum soll ich es nicht tun? Was auf der anderen Seite? Hört gerade ein. Und zwar die andere Seite war. Stimmt das? Und das kann ich jetzt mal testen. Oh ja. Kann und das werde ich jetzt testen. Suche. Marvin 1099. Kanäle findet er, Videos findet er, Live findet er nicht.
Oh ja. Wie ich vermutet hatte. Oh. Oh. Nein. Oh, alle zwei. Hätte echt nicht angezeigt. Nö. Glaub an dich. Das müsstet ihr sehen. Wie ich vermutet habe. Ja! Marvin? 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 Na, wo ist er denn? Marvin? Hallo? Ja. Hallo. Warum bist du zurückgekommen? Warte noch nicht weiter, ich muss das Spiel noch neu starten. Ja, keine Sorge, ich muss selber. Warte bitte kurz. Ich muss selber auch noch rein. Als ob wir schon über 2 Stunden am Streamen sind, ey. Stimmt, Tatsache. Aber ich habe erwartet, dass Support Service mal relativ lang brauchen wird. Aber ich wusste halt nicht, wie lange es braucht. Ja, aber so lange dann doch nicht. Ja, auf jeden Fall erwartet, es wird auf jeden Fall länger als Support Service für mich lang. Und das ist jetzt eine Sache, die finde ich, die sollte man erwähnen. Mevius hat diese Mod in einem Blind Playthrough innerhalb von 2,5 Stunden ungefähr durchgespielt. Mevius. Echt? Ja, aber dann muss. Das wird am besten, sag Bescheid und ja, aber der kannte sich aus. Der wusste quasi die Levels schon im Kopf, als er sie gesehen hat. Er hat den Beta-Test der Mod vorher gemacht, aber die Mod selber hat er zum ersten Mal gespielt. Ja, schon, aber er hat ja auch so viel Vorwissen gehabt, dass er. Er hat ja auch Aperture Valentine gemacht und Ja, die Sache ist die, Mevius, der hat halt jedes Mal, wenn er früher selber irgendwelche Maps oder sonst was kreiert hat, halt immer zuerst darüber nachgedacht, was denn für die meisten Spieler nicht direkt tun würden, wenn sie spielen und somit erstmal zum Nachdenken gebracht werden müssen. Und genau dasselbe tut ja Port Stories Mel auch, wenn auch auf eine andere Art und Weise.
Aber dann hat Mivi es halt seine eigene Art, kann man zu erstellen, wie er kann. Und deswegen fiel es für ihn nicht so schwer. Ist jetzt meine Theorie des Ganzen. Hey, aber dann zeigt, der musst du mir später mal sein Blind-Let's Play hier schicken. Das ist ja echt krass, wenn er jetzt eine 2,5 Stunden durch ist. Es kann wirklich Blind-Let's Play. Es ist einfach ein Playthrough, wo ich glaube, es waren ungefähr 3 Stunden. Nicht 2,5, aber so oder so. Ja gut, wir haben auch einige. Fall, ja gut, wir haben aber auch. Mich, wir haben ja auch einige Pausen gemacht und so. Und naja, wir schauen später mal. Jetzt komm, wenn du soweit bist. Na klar. Bist du? Okay, gut. Ja. Able to adapt to our actions quite well. We need to come up with a plan to take him on, head on. But leave that to me. You can continue solving these tests. Oh. Ach, was? Mist. Das war eine idiotische Idee von mir. Also muss ich da drüben bleiben? Ach. Ah ja, muss ich. Also das deaktiviert ihr das erst und was sind dahinter? Eins, okay. Pass ich irgendwie erst jetzt so auf. So. Genau, dann mache ich das nämlich so. Okay, jetzt habe ich es wieder. So. Jetzt so. Komm mit mir, Würfel Nummer DOS. Und ein zweiter Würfel. Krass. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist bei dem Wort, als du gesagt hast, komm mit mir, Würfel Nummer 2. Wenn das, ich glaube, wenn das Bob Hagen sagen würde, dann würde es wirklich sein, Würfel Nummer 2 in der ganzen. Im ganzen Spiel. Recht einfach hast, Alter. Ehrlich gesagt, das würde ich nur zu gerne irgendwie sehen jetzt auf einmal. Aber er würde es niemand sagen, weil er es nicht mal zusammenfassen könnte, was es überhaupt heißt, was er will, tun will. Und er wird es wahrscheinlich auch nicht herausfinden. Also klar, okay. Ach. Muss den einen Würfel, glaube ich, zuerst hier reinholen. Genau. Genau, so, jetzt habe ich's. Auf in die nächste Kammer. Cool. Das ist übrigens gerade in der Kammer, in der ich so lange gehangen habe, vorhin.
in der ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich tun sollte. In der bist du gerade. Heucha. So. Was? Achso, Online-Chat, ich hab... Ja, yep, hab ich. Na egal. Muss noch ein bisschen. Ja. So. Ich bin ja umdrehen. Beziehungsweise ich stelle ihn auf die weiße Fläche. Aber was meintest du eben mit Mivius hat auch Aperture Valentine gemacht? So schwer ist Aperture Valentine jetzt eigentlich auch nicht. Wir haben bloß am ersten Mal so lange gebraucht, weil wir damals noch Anfänger waren. Wenn wir es jetzt machen, würden wir es 1000-mal schneller schaffen. Da kannst du dich drauf verlassen. Gut. Aber ein Anspruch, auf jeden Fall anspruchsvoll. Finde ich jedenfalls. Anspruchsvoll ja, aber nicht wirklich schwer. Erinnere dich doch mal daran, wie schnell wir ein zweites Mal durchgekommen sind. Am meisten Rätsel habe zumindest ich mich nicht zurückerinnert. Die meisten habe ich spontan gelöst nochmal. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. So, da haben wir es. Das war das Rätsel, wo du so lange gehangen bist. Wow. Und hab ich's jetzt schneller gelöst? Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Ach, den. Da hätte ich mich auftragen lassen sollen. Scheiße. Aber ich hänge gerade bei allen Rätseln ziemlich lange, weil, wie ich schon sagte, das vierte Kapitel, das ist einfach nicht so meins von dem Spiel hier. Aber von der Mod. Aber so kann ich mich ja nicht da durchtragen lassen, weil es killt mich ja. Achso, stimmt, ich muss ja. Ich tue die ganze Zeit das Falsche. Ich denke die ganze Zeit, wie komme ich darüber? Da muss ich eigentlich erstmal den Würfel darüber ziehen. Genau. Na, erstmal muss ich darüber, stimmt, okay, das heißt erstmal. Scheiße. Mann, Alter, ich kann überhaupt nicht sehen, wo wir jetzt irgendwie was ist. Also erstmal brauche ich einen Würfel. Muss dann, sobald der Würfel drüben ist, jetzt umsteigen. Und dann jetzt, blau? Gut. Geschafft, endlich. Dann jetzt hier auf den drauf, den nehmen, zack, zack. Komm her. Mein kleiner Schatzi-Würfel. Schatzi-Würfel. So. Schatzi-Würfel. Was ist denn der Name, naja? Ja, Ozean ist jetzt so verlobt mit dem Würfel. Ja, genau. Dem schwung ich sogar einmal zu. So, die Frage ist, wie ich da hochkomme. So, geschafft. Next. Ach, der da. Okay. Rainbow Core. Also muss ich jetzt das machen, wo ich vorher dachte, dass
was wichtig werden könnte. Okay. Gut, so, dann machen wir es nämlich so. Genau. Ah, jetzt bin ich beim Rainbow Core. Nee. Jetzt komme ich ja wieder hier nicht durch. Alter, ich komme überhaupt nicht voran, Alter. Mann. Wie kann ich denn da den Traktorstrahl überhaupt mitnehmen? Weil wenn ich das so mache, dann muss ich den gleich den Würfel entfernen und dann komme ich da am Ende wieder nicht durch. Wenn ich jetzt da ein Portal mache, dann bringt es mir herzlich wenig, weil ich dann nicht hier rauskomme und den Traktorstrahl holen kann oder so. So. Sehr vage Vermutung. Wirklich sehr vage. Was ist, wenn ich hier... Ich bin ein Vollidiot. Aber wirklich, Alter. So. So, Port... Oh, toll, ich habe mich schon drüber leiten lassen. Das war jetzt klug von mir. Sehr so. Klug. So, Portal hier, Portal da. So. Vergessen, den zu holen. Genau, weil jetzt... Hä? Müsste es dann nicht eigentlich zum Gitter werden? Das Gitter entsteht, wenn der andere Knopf nicht aktiviert ist. Scheiße. Okay, dann muss ich meine Pläne doch ein bisschen verwerfen dann. Wenn das Gitter entsteht, kann ich zwar durchschießen, aber komme ich hier zum Ende nee, dann nicht hin. Okay. Mal schauen. Ja, boah, da war das richtig rum. Oh, warte mal, der muss doch da drin bleiben, damit ich nicht den Neuspawn, dass der rauskommt, ne? Dann muss das hier. Alter, ich komme überhaupt nicht voran. Überhaupt nicht. Ich habe gerade auch null die Idee, was ich zu tun habe. So, jetzt ich beide Würfel hier drüben. Das bringt mir jetzt aber herzlich wenig. Allerhöchstens. Toll, jetzt komme ich da. Jetzt komme ich da wieder nicht rein, Alter. Wie zum Teufel ging das Rätsel hier? Alter. Weiß gar nicht, wo du bist, aber ich vermute es. Ich kenne es wahrscheinlich nicht. Oh Mann, wie ging das? 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 Ich glaube, das war jetzt der richtige Würfel. Ja, war's. So. Okay, und jetzt so rein. Darüber. Ah, so. Würfel steht gerade. So. Aber was zum Teufel? Wie soll ich denn da bitte das behalten können? Wie? Selbst wenn ich das umschieße. Na gut, wenn ich den Würfel jetzt beiseite schieße, dann komme ich hier schon mal durch. Kann ich aber nicht weiter bis zum Ende. Ah! So eventuell, genau. Next. So, apparently, the records on these computers are kinda severely. Okay, sind wir. I think I
Nein, Würfel, du nicht. Du bleibst hier. Die Lichtbrücke ist voll behindert irgendwie. Aber ich darf auf eine andere gute Idee. So. Genau. So. Ja, endlich habe ich die Lösung jetzt. Endlich. So. Alter, das hat schon wieder ewig gedauert. Aua, Turret tut weh. Lektion des Tages, Turrets tun weh. Geil. Und merkt euch das alles, Lebensweisheiten mit Hadamard hier. Also ist echt krass, also wenn ihr Hadamard, ihr Lebensweisheit mit Hadamard schaut, dann lernt ihr was. Eindeutig. Aber vermutlich lernt ihr auch das, was ihr schon wusstet, aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Würde ich auch empfehlen, irgendwie. Ich würde empfehlen, es gar nicht in erster Linie zu gucken, ehrlich gesagt. Also es sowas gibt. Geben wird. Gibt's auch nicht. Das kann ich nicht sagen, ob es das jemals gibt, aber wenn, dann wird es wahrscheinlich eine Menge Scheiße sein. Es steht auch Scheiße. Stellen wir da drauf. Okay. Kommst du eigentlich gut voran, oder wie sieht es aus? Nicht wirklich, also... Jein! Okay. Also ach, dahin hätte ich schießen müssen. Und der Würfel jetzt schon wieder falsch, das ist doch eben noch richtig. Ich denke, kann es sein, dass die Würfel sich immer von selber irgendwie verschieben, ganz komisch? Weil eben schon der Laser Würfel noch richtig, als ich das mal getroffen habe, jetzt nicht. Ja. Eigentlich nicht. So. Doch, anscheinend ja schon. Alter, wie zum Teufel geht das hier schon wieder? Ach, eventuell mache ich das die ganze Zeit falsch rum. Und nur eventuell. Aber es ist immer ein Ansatz, den ich jetzt habe. So. Würfel, komm schon. Sesam, öffne dich. Yeah. So. Würfel, öffne dich. Nein, ich habe eine falsche Partei geschossen. Oh ne, hab ich den ganzen Scheiß verkackt. Oh. Genau, wo ich jetzt meinen Würfel respawn? Ja, jetzt hab ich's. Endlich, so. Nein, ich hab verkackt. So, letzte Kammer mit Pflanzen, sagt Virgil gerade. Wo bist du gerade? Siehst du's nicht? Ach ja, stimmt. Ja, ja. Jetzt hab ich in meiner Pause vorhin vergessen, das Switch-Fenster wieder zu öffnen. Upsi. Naja, gut, egal. Welcher Würfel ist das denn? Erzähl mir einfach so, wo du gerade bist. Bitte lass es dir nicht den sagen. Wo bist du denn gerade? Okay, es war der andere. Welche Kammer bist du gerade? Kannst du ihn ein bisschen beschreiben? Kammer. Hat auf jeden Fall zwei Würfel und eine Lichtbrücke. Und man muss irgendwie so einem Ausgang kommen. Das ist schwer zu erklären irgendwie. Da oben.
So, nochmal. Schnell, erster Würfel. Organische Lebensform, meinen Arsch, Alter. Weisheiten mit Hadamard. Hadamards Weisheiten. Okay, du musst jetzt deswegen nicht gleich zu Mr. Obernervig 100.000 werden. Keine Sorge, ich war schnell genug. Hallo, Virgil. Lange nicht gesehen, wie geht's dir so? Ach, wäre schön, wenn du antworten könntest, Virgil. Leck. Ich glaube, ich bin kurz vorm letzten Kapitel des Spiels, Marvin. Das heißt, du schaffst es doch wieder vor mir. Zumindest sind die ganzen Kammern hier gerade in Kapitel 4 vorbei. Aber glaube ich zumindest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So. Wo muss ich nochmal hin? Welches Büro? Das hier definitiv nicht. Hier. Man kann nicht wenigstens Wegweiser aufbauen. Ja, wir sind fast bei Aegis, hat Virgil gerade gesagt. Natürlich brauchst du 6 Platten für einen Würfel. Würde besteht ja aus 6 Seiten. Oh, eigentlich komisch, wie viel Material dafür rausgeschmissen wird. Jedenfalls laut der Mod. Aber ich glaube, das ist sowieso, wie ich Aperture Science vermute, machen die das genauso. Jedenfalls, dass sie probieren überall zu sparen, aber bei den Würfeln irgendwie so riesige Platten, weißt? Und ein Blatt aus 4 von diesen Platten wird dann ein Würfel. Ja, kann auch sein. Keine Ahnung, ist jetzt auch scheißegal. Hat er doch gesagt. So. Ja, ich hab nicht so genau aufgepasst, weißt du? Hä, du hast es selber gesagt. Hört mir das doch nicht da runter. Oh, okay. Aegis Core Access. Ja, haha. Warum ist es jetzt dunkel? Mach schon schneller los. Ja, aber Wheatley hast du Taschen, aber nice. Hm. Ich weiß nicht mehr, ob ich nur wie viel ich jetzt noch lösen muss. Also wie viel, wie weit ich jetzt schon bin. Es kann sein, dass ich jetzt schon an der passenden Stelle bin. Also ich glaube, echt, das wird. Vielleicht rechne ich es, wahrscheinlich rechne ich es tatsächlich nach, wer jetzt schneller war. Mann, warum sagst du mir denn nicht vorher was, Virgil? Jetzt bin ich schon reingesprungen. Oh Mann. Oh, die Kammer. Okay. Nicht die. Ja, du bist noch in den Testkammern, das ist schon mal gut zu wissen. Ja, es ist nicht offen. Ich dachte, es ist offen gehabt. Wie ich schon sagte, ich habe vorhin vergessen, das wieder offen zu machen, das Fenster. So. Aber weil ich die Pause gemacht hatte, kurz. Aber das hatte ich dir auch gesagt, oder? Zumindest dachte ich das. Kann gut sein. Aber vorher hatte ich es offen, aber seit der langen Pause habe ich vergessen, es wieder anzuschalten und seitdem auch nicht wieder gemacht. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, ich wollte unbedingt weiterspielen, weißt du? Fahrstuhl, mal wieder. Wie war das gleich? Komme ich da nochmal hin, um den Knopf zu drücken? Ich muss hier was draufliegen lassen, dass der Knopf drückt. Kapitel 5, der Einbruch. Ja. Ja, du hast mir viel zu verdanken, Virgil. Eigentlich müsstest du mir mein Leben verdanken. Das würde ich dann, obwohl, na gut, du bestehst leider aus Elektronik. Ansonsten würde ich dich jetzt auffressen. Auffressen? Diese Aussage. Du stehst aus der Elektronik, aber ansonsten würde ich dich jetzt auffassen.
Ganz einfach, er verdankt mir sein Leben und das nehme ich mein Wort. Ist natürlich nur ein Witz. Guff. Torrent, stirb. Stirb. Ja, ich nehme dich ja schon runter hier. So, stirb, so. Welche Tür war das? Hier nicht. Und was ist die andere? Genau. Öffne dich. Sesam, öffne dich. So. Hier hoch. Muss ich den von innen nach außen nehmen oder muss ich den von außen nach innen? Ach, nein, 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 ich muss den von innen lassen. Das war der von innen, der kommt, bleibt innen und der kommt jetzt nach außen wieder. Aber der war doch auch außen, oder? Ja. Das ist Wand eh wieder. Los, Torrents. Schaut euch selber ab. Weg. Falsches Portal. Sorry. Okay. Warum zum Teufel haben die eigentlich nochmal ein Sampled Run Segment eingebaut? Ich bin doch keine Skills-Person, Alter. Oh. Dann komme ich dir. Okay, hier. So, und weiter. Tür öffne dich. Danke. Was wäre eigentlich, Marvin, wenn ich dir sagen würde, dass die ganze Zeit, von der ich darüber gelacht habe, wie ich in Tescan feststecke, zwar leicht am Überlegen war, jedoch ist nicht ansatzweise so schlimm war, wie ich es dir beschrieben habe die ganze Zeit, nur um dir gute Gefühle zu geben, dass du es eventuell doch noch schaffen könntest. Wie würdest du reagieren, wenn ich dir das sagen würde? Hast du es mir noch gerade gesagt. Ja, deswegen sag mir, wie du reagierst. Ja, jetzt passt das schon eher. Ja, so. Okay, es geht, ich dachte schon. Nehmt das Gel, ihr blöden Türme. Wenn sich ein Gel könnt ihr dann doch nicht fressen, ne? Ja, ja, so ist das. Ah, der. Oh Mann, Alter. Ah, scheiße. Falscher Weg. Ah, irgendjemand hat was geschrieben. Hi, cooles Spiel. Hallo und, ja, ist es. Ja, das ist ein cooles Spiel, musst du sagen. Das hier ist jetzt kein wirkliches Player von ich spiele jetzt hier gerade gegen Marvin, wir schauen gerade, wer schneller ist. Dein Team kannst du auch gerne anschauen. Marvin hat nur eine 9 einfach eingeben. Ja. Und hallo, danke erstmal für Zuschauen. Also ich keinen Zuschauer mehr gehabt. So. So. Wie war das? Kann ich hier drüben mein blaues Portal machen? Nee. Da geht's zurück. Wie zum Teufel kam ich da rein?
Los, verschwinde. Da, nächste Kammer. Ja, um auf ihn zuzusehen. Also. Nächste Kammer, die nächste Kammer ist kaputt, aber du musst schnell sein, die ist letzte mit Pflanzen. Okay, das heißt, ist das jetzt schon die Stelle, wo ich rausgehen muss? Naja, gut, sehe ich ja gleich. Ja. Sagen wir doch bitte Bescheid. Warte mal, sag mir doch Bescheid, wenn du bei Aegis bist. Also, wenn du bei Aegis bist. Aber ich bin kurz vor Aegis, ich muss aber noch die ganzen Generatoren und so aktivieren. Okay, du bist da doch einiges vor mir. Ich bin auf jeden Fall im letzten Kapitel, das kann ich auf jeden Fall sagen. Also war die Frage, wie ich hier weiter wie durchkomme. Mit blauem Portal, so viel ist mal klar, aber... Wenn zum Teufel steht, wörtlich, dass eigentlich vor meinen Shorts einfach so ignorieren soll. So. So. Aber selbst wenn ich jetzt das Portal da habe, ist auch die Frage, wo war ich jetzt hier das Blaue? Aber wo muss ich jetzt das Blaue machen? Ich mach mal Quick Save. Ja, okay, also da unten definitiv nicht. Wusstest du eigentlich, dass man ein Achievement bekommen kann, wenn man das Rätsel wirklich löst, bevor man... Gibt es so ein Rätsel da, wo man rauskommt, wo man kann das theoretisch lösen, wenn man möchte. Okay. Da, wo man die zwei Würfel kriegt. Zwei Würfel, Laser ist da. Ach, da drüben kann ich einfach reinmarschieren. Ach so, aber... Da muss ich aber trotzdem irgendwie ein paar Karte haben, damit ich durchkomme, oder? Wo kann ich einfach so darauf gehen? Komm schon, Spiel. Nur weil ich verreckt heißt das nicht, dass du langsam machen sollst. Nee, also das hier bringt mir dann Sonne. Aber auch Portal 2 nur mal so langsam laden. Portal 1? Portal 1 ging es ja wenigstens noch, da ging es eigentlich richtig zügig, aber hier bei Portal 2 jetzt nicht mehr. Das ist ja nicht Portal 2, das ist das Portal Story Smell. Und genau war das. Wenn ich doch die ganze Zeit... Weil ich muss ja irgendwie landen, um darüber zu laufen. Von hier aus kann ich das nicht mehr erreichen. Das mal logisch denken. Darunter kann ich mich... Okay. Also von der Seite hier definitiv erreiche ich das Ganze nicht. Aber ich muss jetzt ziemlich sicher irgendwo runterspringen oder so etwas. Aber du kennst auch die eine Türe, die dich zusammendrückt, ne? Die eine Türe, wenn man da drin stehen bleibt und drückt dich zusammen, da kriegst du auch mehr Achievements. Okay. Ist mir halt aufgefallen. Ja? Alter, dann bist du ja voll am Aufholen gerade. Alter, wie zum Teufel soll ich Turrets da erledigen? So, weil mit dem blauen Gel, das klappt so nicht. Muss darüber jetzt nochmal überleben. Einfach kurz überlegen. You are my friend. You're the friend. Es lebt wohl. Beim Virgil ganzen Sachen immer so tut, bei den ganzen Sachen immer so tut, als wären sie alle Aegis Core Assist.
Ah, du bist gerade voll schon wieder am Aufruhen. Und ich habe hier gerade keine Ahnung. Ist so die ganze Portalfläche, die ich einfach nicht finde. Oder ich bin einfach zu schlecht dafür, ein paar Turrets wegzuschießen. Je nachdem, was denn jetzt, was ich hier denn jetzt eigentlich tun muss. Auch da bin ich mir ein bisschen unsicher. Ich glaube zwar, was zu wissen, aber da bin ich mir nicht komplett sicher. Okay, also das. Das ist schon mal definitiv nicht. Alter Mann. Könnte schon so viel weiter sein, wenn ich einfach wüsste, wo diese eine blöde Portalfläche ist. Wenn ich überhaupt noch einer suche eigentlich. Aber die Sache ist halt die auch. Ich weiß halt auch sonst nicht, was ich dann sonst andernfalls tun sollte überhaupt, ja? Ich habe jetzt auch nichts, um da oben die andere Portalfläche zu erreichen. Ah ja, jetzt bin ich durchgekommen. Ja. Ah, jetzt. Jetzt war es an mir nur sofort gesehen, aber es ist mir jetzt scheißegal. So, jetzt, so. Ich hab's geschafft. Oh. Jetzt bin ich, ich bin vorbei jetzt gerade mit dem Aufzug runter zu der Stelle, wo man die drei Sachen. Ihr solltet mal gar nicht rein. Wollt ihr mich vergackeiern? Ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben, hier reinzukommen und. Nee, ne? Aber wenn man nicht hier rein sollte, wohin denn dann? Ach, das ist schon voll toll zu wissen, dass ich noch aufholen kann. Noch nicht alle Schotten sind verloren. Irgendwie, ich dachte die ganze Zeit, ich muss hier irgendwie hin. Und eben habe ich es ja sogar geschafft, den Ort da zu erreichen. Aber irgendwie dann, als ich da war, war dann doch nichts da, wo ich hintergehen konnte. Okay. Naja, kannst du es schlecht sagen. Ach. Okay. Mal ganz davon abgesehen, dass ich dir eh nicht sagen würde. Weil wir ein Race machen. Okay, Teil 5. Ich bin wieder drin. Teil 5, der Einbruch. Kann man hier auch irgendwie richtige Speicherstellen erstellen? Okay, mach ich mal kurz. So. Okay. Ja, also hier sollte man definitiv nicht sein. Also. Und wenn ich doch die ganze Zeit irgendwie den falschen Weg gegangen bin. Ja gut, eigentlich kann das ja nicht sein, ne? Und sonst würde er mich ja nicht hier hinleiten. Also es scheint schon der richtige Weg irgendwie zu sein. Bloß die Frage ist jetzt, was genau muss ich dort tun? Aber ich glaube ja immer noch, dass ich die Tore zünden muss. Die Frage ist bloß, wie? Wie? Adamant hängt ein bisschen. Das ist meine Chance. Die ganze Zeit schon, Marvin. Die ganze Zeit. Ich hab doch gesagt, ich suche hier eine Portalfläche, die ich irgendwie einfach nicht finden kann. Wenn es überhaupt eine Portalfläche ist, nach der ich suche, weil da bin ich mir unsicher. Ja. Okay. Aber können wir mal kurz pausieren? Wieso das? Ja, ich hab pausiert. Okay. Warte kurz, ja. Achso, okay, ja klar. Ey, aber nicht nachschauen. Ich schau nicht nach. Ich habe lediglich deinen Stream wieder aktiviert, damit ich das wieder sehen kann. So, okay, wir können weitermachen. Ach, das heißt, falls du hinterher hängst, dass du dann schauen kannst bei mir. Ganz genau kann ich nämlich sehen, wie es weitergeht. Aber noch tue ich nicht hinterher hängen. Das ist die positive Nachricht. So. Okay. Du schießt auf mich. Danke, oh, Alter, hat das lang gebraucht. Und ich hab. Ich hab da noch mal keine Ahnung, ey. Obwohl.
Ich glaube, wenn ich gerade mit meiner Theorie recht habe, bin ich der größte Idiot, den es je irgendwie in Aperture Science gab. Ich habe gerade eine Theorie, wo ich hin muss. Und wenn ich recht habe, glaub mir, dann bin ich so blöd einfach, das ist unfassbar. Ja, kann schon sein. Oh, wie nett, Alter. Wie nett. Ja, also ich hab nie gesagt, dass es stimmt. Und jetzt Ausreden suchen, ne? Nur damit man nicht ein schlechter Mensch ist. Ich hab gesagt, ja, kann schon sein. Eigentlich höre ich dir gar nicht so richtig zu, weißt du? Ich bin eigentlich nur so halb da. Konzentriere mich so ein bisschen auf mein Gameplay. Ich glaube jetzt habe ich es endgültig, was ich tun muss. Du hast es endgültig? Okay, krass. Heißt aber nicht hundertprozentig, dass ich recht habe. Ist sogar noch richtig platziert, das Portal, okay. Muss ich aber zuerst das Gel hier drin umleiten. So, genau. Hier muss erstmal wieder Gel hin. Da kann auch überall Gel hin. So. Alter, die schießen so schnell, das ist echt krass. Okay, Moment, komm. Lade! Nein, das ist zum Teufel ruhig, Alter. Nein. Oh Mann. Muss es immer so lange dauern, wenn man lädt, nachdem man stirbt? Warum? Ja, warum nur? Kann es nicht ein bisschen schneller gehen? Ja. Wie bei Portal. Portal 1 nämlich, aber da ging es doch schnell. Ja, aber Portal 2 ist nicht Portal 1, Portal 2 meldet sowieso nicht, weil das ist ein Portal 2 Mod. Okay, so, speichern. So. Okay. So. Okay. Muss doch jetzt speichern. Konzentriere dich auf was anderes. Okay. Wieder rüber. So. Speichern. So. Okay. Das ist alles nur Dekoration, ernsthaft? Alter. Okay, vielleicht muss ich aber auch einfach so da irgendwie durch. Kann natürlich auch sein. Das wäre sogar etwas simpler als ich. Und schafft Sachen viel besser, wenn man gespeichert hat. Weil wenn man gespeichert hat, dann weiß man, hey, ich muss nicht aufpassen, wenn ich sterbe. Irgendwie dann schaffe ich es immer. Sobald ich speichere mal, wenn ich daran denke, hey, jetzt wird es Zeit zu speichern. Aber ich sterbe trotzdem die ganze Zeit. Das ist das Problem gerade. Wobei ich den Sprung eben schon geschafft habe. Aber sowieso, ich frage mich halt, tue ich überhaupt das Richtige und verschwende die ganze Zeit meine Zeit? Weil das kann nämlich auch sehr gut sein. Ach, keine Ahnung. Also ich? Du siehst, du kannst ja so lange warten, bis ich da bin. Dann zeige ich es dir. Also, ja, zwangsweise. Nö. Ich werde es dir wohl zeigen. Kannst du ja... Das ist eine schlechte Alternative. Kannst dir wohl schlecht nicht zeigen. Das ist aber eine schlechte Alternative, wenn du mich fragst. Ja, ist auch eine schlechte Alternative. Weil schon, dass das nicht gerade besonders nett ist für jemanden wie dich, ne? Ja, ich habe vergessen, was ich gesagt habe. Was habe ich gesagt? Du hast gesagt, das ist aber eine schlechte Alternative auch. Und ja, ist es ja auch. Ja. Alter, so, ich versuche es doch nochmal von der anderen Seite. Bitte funktioniert einfach. Mann. Wir sind mal voll daneben, okay. Aber das ist definitiv nicht richtig. Nee. Ich bin der größte Idiot auf Erden. Jetzt weiß ich endgültig, was die Lösung ist. Und oh Gott. Mir ist gerade eingefallen und oh Gott, bin ich dämlich.
Natürlich, einen Trittstrahler reinziehen, was sollte man damit sonst tun? Was soll ich einziehen lassen? So. Hab die ganze Zeit irgendwie gedacht, den brauche ich, um den Torwart wegzuziehen. Wie wär's, wenn ich stattdessen mal mich selber einziehe, hä? Wäre doch viel besser. Das ist eine gute Idee. Ähnlich. Ach, stimmt, du hast recht. Das war ja oben. Ach. Ich glaube, ich weiß auch, wo du warst. Ich glaube, du hast diesen Sprung versucht, oder? Den ich jetzt gerade gemacht habe beim Stream. Keine Ahnung, ich habe nicht aufgepasst. Egal, genau. Ja, genau. So, jetzt kann ich nämlich einfach den Traktorstrahl hier verwenden, um darüber zu kommen. Alter, bin ich schlecht. Alter. Oh Gott, ey. Gott, Gott, Gott. Der nächste Sicherheitsraum. Endlich geht weiter. Autorisiertes Personal nur. Aber wegen dem, was du die ganze Zeit nicht gecheckt hast, habe ich doch jetzt einiges aufgeholt, oder? Wo bist du gerade? Secret Room, das ist... Sag ich dir? Das ist... Ah, nein, ich bin gerade, glaube ich, dabei, hier... was auszuschalten. Irgendwas. So, ich muss jetzt noch die Turrets umprogrammieren, dann kann ich zu Aegis. Mann, Virgil, geht doch mal schneller. Ich möchte hier noch weitermachen. So. Jetzt bin ich, jetzt gehe ich zur Turret Factory. Okay, ich bin ein bisschen vorher da gewesen, aber nur ein bisschen, also du bist dabei aufzuholen. Muss ich, nee, für das Portal konnte ich nicht zurückgehen. I can reprogram it to not shoot you, and before you know, you got an army. Ah, scratch that idea. Apparently, there are no diversity events here. Ja, komm, öffne die Tür. I can't bring one in. I guess pumping up those turrets was a total waste of time. Also, ich hab das da beim ersten Mal spielen, habe ich so lange gebraucht, um zu checken, dass ich da die Server umtauschen muss. Dann musst du sogar nachschauen, also. Okay, das habe ich gerade getan mit dem Server umtauschen. Okay. Endlich! Ich mache die Türe auf. See you on the other side. And just remember, the Nuremberg Olympics. Okay. So, jetzt geht's in Aegis Kammer. There you are. I knew all that track running would do you good someday. Look, that wood model is what's causing the turret to shoot at humans. If you replace it with something else, they'll shoot that instead. Oh my, you're clever. Now the turrets will target. Ja, okay, so Ladezone, letzte Ladezone, glaube ich.
So, ich bin gleich bei Aegis. Endlich. Nachdem ich so viel fucking Zeit verschwendet habe. Nur wenn ich gecheckt habe, werde ich mir vom Streitverstrahl einsaugen lassen. Das schaue ich mir dann später an. Das war so richtig dämlich. Ich bin in die eine Kammer gelangt. Ich habe versucht, dieses Portal zu springen, aber ich habe einfach nicht gecheckt. Ich muss mich einfach durch den Traktorstrahl einsaugen lassen. Du hast mir eh bei den ganzen Tests auch nicht helfen können, also passt schon. Hallo Aegis. Ich bin jetzt bei ihm. They get replaced to make sure the turrets are the most up-to-date they can be. And to prevent hacking. So, und auf zu Aegis. Ich nehme an, du bist schon bei Aegis und machst schon die letzten, hast schon den Timer? Also diese letzten paar Minuten, wo du Zeit hast, um es zu schaffen? Nein, noch nicht. So weit bin ich noch nicht. Okay, du bist auf der anderen Seite. Gibt ja zwei Türen da. Nein, ich bin noch nicht auf der anderen Seite. Aber du bist schon bei Aegis, oder? Du hast Aegis schon gesehen, oder? Klar, das bin ich schon. Ja, siehst du, dann bist du auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, du bist auf der anderen Seite von dem, da, dem Raum, wo dann getimt wird. Wo ist eine Portalfläche, Virgil? Was? Oh, that's the emergency exit elevator. Once we shut down Aegis, we should be able to use it to get you out of here. Unfortunately, ich bin wirklich so blind gerade. Wo ist denn hier eine Portalfläche auf der anderen Seite? So, you'll have to do it without me. Don't worry though, I'll be watching from back here. Jetzt komm, öffne die Tür. Ich habe ja dann auch noch nicht einen Zauber zerstört, weil ich kann gerade nicht die Portale, ich bin von der Virgil redet. Geil. Komm. Okay, so, jetzt habe ich die Portale hier gefunden. Ja. Yeah. So. Nur weil er so lange redet. Well, it seems that he's booting up his security. It doesn't seem to know about the turrets yet. He'll be in for quite a shock. The water is electrified. Look at the damage that pumping up the water there. Also, ich hab angefangen, die Server zu zerstören. Not bad for a simple maintenance core. Anyways, try to find a way to the back of the room. There's a turret dispenser over there. Nein! Warum muss ich ausgerechnet jetzt sterben? Scheiße. Mann, ich sollte öfters quicksaven. Ich hoffe, der hat hier selber irgendwie gesaved. Ich will jetzt nur noch die Server zerstören. Das ist nicht nochmal alles. Ach nö. Also, was bei dem Mod, ich hasse es echt, aber bei diesem, bei dem Portal Stories mal die Turrets mitzunehmen, weil die immer so leicht umkippen. Kann ich verstehen. Okay, so. Quick save. Nein! Ich hab vergessen, das Feuer zu löschen. Ich hab ein Feuer zu löschen. Komm, lade! Bist du jetzt schon bei dem letzten Fight? Also bei dem, wo du nur eine gewisse Zeit hast? Nein, weil ich eben gestorben bin und alles nochmal tun musste. Alles. Toll. Ja, ich auch. Ah. Ist schon klar, Hadamard, selbst wenn du jetzt als erstes fertig wirst, hab vermutlich, wenn wir dann die ganzen Ladezeiten. Ach, scheiße. Wenn wir die ganzen Ladezeiten nicht einberechnen, auch von dir, sowohl von dir als auch von mir, dann komme ich. Also dann bin ich wahrscheinlich im schnelleren Ergebnis. Weil meine Ladezeiten übelst gehangen haben.
Wenn ich Zeit habe, werde ich das machen. Okay, jetzt bin ich bei der Zeit. Okay. The water is electrified. Aber willst du erst auf all die Ladezeiten nachschauen, nur um zu schauen, wer dann schneller ist? Ja, damit. Ja, ich. Du hast bisher immer gewonnen. Was würdest du machen, wenn du die ganze Zeit gegen mich verlieren würdest? Erst naja, aber hätte ich bei dem einen Traktorstrahl vorher gewusst, dass ich da einfach das Portal machen muss, dann hätte ich auch gewonnen hier. Aber die Sache ist halt, das wusste ich eben nicht und deswegen habe ich halt voll viel Zeit verloren. Ja, aber das ist ja Spielezeit, da hast du halt was nicht gecheckt. Aber dafür kann ich ja nichts. Also ich meine, beziehungsweise dafür, was soll ich jetzt sagen? Stimmt schon, klar, aber Ladezeiten, da können wir beide nichts für. Und ich nehme ja nicht nur meine Ladezeiten weg, ich nehme dann deine auch weg. Nein, Alter. Und die ganze davon abgesehen habe ich eh die ganze Zeit Lags gehabt, also bin ich eh nochmal langsamer dadurch gewesen. Zumindest etwas. Okay. So, komm mit mir, Turret, komm mit mir. Okay. Könnt ihr Turret nicht irgendwie ein bisschen genauer schielen? 3 micros, 4 minutes. Okay. Okay, jetzt habe ich auch noch 4 Minuten. Wie zum Teufel soll ich denn da selber wieder reinfliegen? Ah, da. So. Okay, jetzt wäre es natürlich schlauer gewesen, ich hätte den Turret mitgenommen. Was hol ich also jetzt nach? Super. Alter, ich habe noch eine Minute. Scheiße. Komm schon, das schießt die letzten 8 Server. Okay. Was, noch eine Minute, Alter? Noch 4 Server, komm schon. Ja! Okay. Was habe ich? Die Server sind gone. Revival, so, nein, wie, hast du ja schon Revival gesagt? Nein, es ist ja, doch, weiß wahrscheinlich. Auf jeden Fall, wie er so richtig so. Hat die ganze Zeit Stress. Nein, die hat falsch aufgesammelt, dann muss ich auch nur ein. Okay. Live Turret, bitte, einmal Live Turret. So, fliegen. Und. So! Ich werf's durch. Also fast, ich bin gerade mit dem Aegis drin und dann nachher kommen noch diese Kanzlerin Auftrag und dann habe ich's. Jetzt schleudere ich mich da rein mit der Turret. Ich bin in der Endsequenz, ja, nur um das mal klarzustellen.
Alter, hat sich down geschottet. Das ist eine Endsequenz. Das heißt, ich muss das jetzt in dem Run durchschaffen, oder? Ansonsten ist meine Zeit vermutlich am Arsch. Noch eine Minute Zeit. Das ist nicht kaputt. Ja, das ist nicht kaputt. Oh. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht vorgesehen ist. Nein! Nein! Ich hab verkackt. Ja! Naja gut, ich hab eh schon längst gewonnen, aber trotzdem. Ich könnte meine ganze Zeit kaputt gemacht haben. Ich hätte speichern sollen. Ich speichere nur nicht so gern, wenn ich nur eine gewisse Zeit habe und ich habe quasi was verkackt und dann muss ich quasi das Verkackte dann reinholen. Weißt du, ne? Die Zeit muss ich wieder reinholen, wenn ich gespeichert hatte. Okay. Endlich raus hier, danke. Was will ich so umkippen? Müsst ihr immer so umkippen? Haust du eigentlich gerade zu, oder? Ja, also ich hab das jetzt gleich durch, also ja, ich schau dir übrigens zu. Auf dem zweiten Screen. Ich find's irgendwie interessant, wie du noch immer nicht beim Endscreen bist. Ich hab den gleich. Gerade redet noch Virgil mit mir letztes Mal. Bis dann, Virgil. Werd ich vermissen. Und jetzt Aufzugsequenz. So. Ah, orangenes Portal. Übrigens, mein anderer Zuschauer hat mich soeben verlassen. Na gut, ich bin ja auch durch. Passt da ja schon. Oh, das ist natürlich alles nur ein Fake. So draußen. Ähnlich wie Aperture Tech. Was denn noch sonst? Obwohl, naja, gut. Wirklich Fake ist es nicht, aber es ist halt trotzdem in einem Gebäude. Also das, was am Anfang noch wieder draußen wie eine Stadt aussah. Okay. Hast du es jetzt auch geschafft? Ja. Okay. Allzu groß war der Unterschied jetzt nicht.
muss jetzt nur noch. Ich muss es halt nur noch in Aegis rein. Oh, das hast du doch nicht geschafft. Auf jeden Fall, mir ist jetzt gerade die Endsequenz vorbei. Jetzt kommen, glaube ich, noch die Credits. Ja. Ich glaube, ja. Als ob. Als ob es gerade passiert ist. Wehe, der hat nicht gespeichert. Einfach so aufhören. Und dabei Error gespeichert. Kann ich einfach aufhören, um die Credits zu schauen? Als ob ich das gerade verhackt habe. Ich musste nur auf Aegis drauf landen. Hallo, und ich habe gefragt, Marvin. Was? Marvin. Ja? Muss ich die Credits auch noch schauen oder kann ich einfach so aufhören? Schau sie noch. Das heißt, die Zeit berechnen wir schon mit. Beziehungsweise wir könnten sie auch weglassen. Aber schau sie dir, schau sie auf jeden Fall noch an. Okay. Die Credits hier erinnern mich irgendwie sehr an die von Blue Portals. Die sind sehr ähnlich. Obwohl, da sind sie nicht so personifiziert, sondern eher zeigen die eher die Blue Portals selber und dann eine Person nach der anderen mit den ganzen Blue Portals Cubes und so, aber ja. Aber der erste Teil der Credits ist so, halt nur ganz normal. Jetzt bin ich in, jetzt die Sequenz. Okay. Hab mir doch einmal davor gestorben. Richtig dumm. Ich hatte wirklich das Ganze nochmal machen willst, ohne die, also halt ohne, dass die Ladezonen mit einberechnet werden, weil es ist ganz schön viel Arbeit, weißt du? Na, ich weiß. Und vor allem, das musst du ja wirklich dann für uns beide machen. Ja, sonst ist es ja wieder unfair. So, okay, die Credits sind damit. Was kommt denn jetzt noch für ein Video? Ja, komplett vergessen. Nämlich in den Trailer irgendwie. Unless you can tell me otherwise. Try to see what you can do. Type ping underscore target underscore list. Am I reading this right? Was this thing trying to destroy her? It was targeting GLaDOS? Mel, what have we done? GLaDOS killed every scientist in this facility. Und Aegis wacht Shell auf. Kurz zuvor beendet wurde. It was trying to finish the job and flood the facility to destroy her. Wolltest du gerade die Sequenz überspringen, eiskalt? Du weißt schon, dass das unmöglich ist, außer ich es auch nicht getan habe, ne? Nein, ich habe die Lautstärke eingestellt. Okay. Dachte schon, so, beenden. Okay, ciao, Leute. Danke fürs Zuschauen. Stream beendet. So. Okay. Schön, dass ich zwischendurch wenigstens mal einen Zuschauer hatte. Der leider mittlerweile wieder weg ist. Aber naja, was soll man machen? Ein Passwort. Ich erinnere mich gerade so. Der Einstieg sagt ja Virgil so Passwort. Passwort? Okay, irgendwer hat Twitch anscheinend den Stream bei mir in zwei Videos geteilt. Wahrscheinlich einmal, als ich aus dem Spiel rausgetappt bin, irgendwie, dass er da einen neuen Stream hat. Schon weißt du, was auch hier, weißt du, was auch fehlt bei diesem Sequenz? Da fehlt die Stelle, wie sie da rausgeht aus der, aus Aegis und dann zum Elevator rüber geht. Weil das ist so ein riesiger, riesige Grube. Okay, Mel. The elevator is in lockdown until you put your portal device. Wie ich einfach so nach dem Ende des ersten Teils, welcher 1 Stunde und 27 Minuten lang ist, einfach schon im vierten Kapitel längst war und da dann einfach ewig lang gehangen war. Das möchte ich mal schauen, ob der zweite auch wirklich direkt dann. Mel, I just wanted to say something. Thank you. Thank you so much. Really, if it weren't for you, I would have drowned at okay. The offices in the junkyard. I'm so anscheinend sorry about fehlen hier irgendwie ein paar Minuten. Zwischen 1 Stunde 27 und irgendwas. Anyway, this thing should take you out of here, back to your normal life.
well, whatever you can call normal by this. Ja, okay, irgendwie ein paar Minuten fehlen hier. Mir ist gerade auch eine Idee gekommen, wie ich das machen kann mit den Ladezonen, sodass ich ja wenig Arbeit habe. Das Einzige, was ich machen muss, ist den Stream anschauen und meine Maus auf einem Timer halten. Und jedes Mal, wenn der Ladescreen beginnt, einfach draufklicken zum Starten und wenn es dann wieder, wenn es dann wieder fertig ist, quasi wieder stoppen. Also aber Pause drücken. Nicht quasi nicht Stopp, sondern Pause, damit ich immer quasi weitermache. Und da kann ich jedes einzelne aufzählen. Du gehst wahrscheinlich am schnellsten. Ja, also so 2-3 Minuten meines Streams fehlen, Marvin, aber der Rest ist da. Wieso 2-3 Minuten fehlen? Irgendwie in dieser einen Kammer da, hat anscheinend irgendwie den Stream kurz abgebrochen und dann so ungefähr 2-3 Minuten später wieder gestartet. Also das war da, wo dann der nächste Bereich außerhalb der Testkammer kam, irgendwie da, vor dem, wo ich bei dem Aufzug war, also bei dem, da wurde das irgendwie kurz der Stream unterbrochen, aber dann danach... Und nach der Aufzugsequenz dann wieder, hat er wieder angefangen. Ja, okay, ich rechne einfach mal mit 2 Minuten, weil ich so nett bin. Das machen wir dann später. So. Also am Ende einfach bei meinem fertigen Ergebnis. Okay, ich, aber und du, der eine Zuschauer, den ich zwischendurch hatte, streamst du eigentlich noch? Ja, ja, ist gleich fertig. Okay. Ich bin gerade bei der Sequenz. Die Sequenz ist noch nicht durchgelaufen. Okay. Sequenz. Das ist jetzt aber wirklich ziemlich knapp gewesen, deswegen werde ich das. So, dann möchte ich mal kurz schauen. 3,41. Und hier komme ich auf 3,35. Ja, es sind wirklich nur 2-3 Minuten, die fehlen halt. Jetzt habe ich doch bestimmt schon 3 Minuten lang geendet, also passt schon. Fehlen ungefähr 3 Minuten, aber das passt schon. Ja, hast du. Irgendwie. Du kannst, ja, hast du nicht geschaut beim, bei Beenden des Streams, wie lange er war, ich weil OBS? OBS konntest du ja eigentlich ganz genau sagen. Ja, OBS, da ging ja nämlich weiter. Da war es nämlich als ein Stream angezeigt und da ging es auch weiter. Also da war jetzt zum Ende irgendwie 3 Stunden irgendwas. Ja, genau. Und diese Zeit hättest du merken sollen und abgleichen sollen. Das, was übrig bleibt, hätten wir abziehen können. Ja, wie gesagt, es waren nur 2-3 Minuten, weil ich habe das mit deiner Streamzeit verglichen und viel länger ist die nicht. Ein paar Minuten. Ich habe jetzt auch den Stream von 2 Minuten beendet, deswegen passt das schon. Okay, 2-3 Minuten. Merk jetzt einfach. Das Stream heißt übrigens immer noch Thinking with Time Machine Race mit Talamat LP, ja? Nochmal so als kleine Erwähnung nebenbei. Hatte ich das nicht umbenannt? Anscheinend nicht. Ich hab mir nämlich während des Streams habe ich das nämlich auch gedacht und hab das dann schon umbenannt eigentlich. Hab ich aber wohl dann doch nicht. Passiert, Marvin, passiert. Jeder macht Fehler. Alter, wie konnte der Mirius, na, ich kann seinen Namen schlecht aussprechen, beinahe in 3 Stunden durchkommen. Ja, wie der 3 Stunden durchkommen konnte, ich meine, kannte die Rätsel ja schon und du ja ich auch. Ich werde vorher ein paar Beta-Tests so machen, aber warte mal, ich werde mal kurz schauen. So, aber ungefähr 3,5 Stunden. 2 Videos, so hat, er kommentiert das nicht, hat einfach so gespielt. So, hier Teil 1 und Batman hier Teil 2. Habt ihr geschickt bei mir. Okay, ich schau's später an. Vielleicht.
Shutdown. Ja, 9, 8, ungefähr. 7, 6. Creating Test Subject. Shutdown. Zack, Shutdown. Shutdown. Aus. Okay. Kann dann bitte der Endschwarzbildschirm laden? Ah, sorry. Dafür aber trotzdem danke fürs Zuschauen. Das war der Run von mir im Hadamat. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch interessiert, wie schnell Hadamat war, könnt ihr auch bei ihm vorbeischauen. Ja. Also auf seinem Twitch-Kanal. Ich glaube, du tust es als. Tust es bei deinem YouTube-Kanal hochladen, aber, ne? Ja, tue ich. Ja, gut. Dann dürfte in etwa 2 Stunden oben sein, ja? Ja, also wenn ihr das schaut. Ich kann mal einen kleinen Pause machen und dann werde ich es rüber tun. Naja, also. Wenn es jemand hinterher schaut, dann wird das eh erst speziell lesen, wenn es du schon gemacht hast. Aber naja, für die Live-Zuschauer, Hadamat Stream ist dann ein paar Minuten online und auf Twitch ist er gespeichert, also. Das, da könnt ihr gleich nachschauen. Gut, das war's für heute vom Stream. Schön, dass ihr zugeschaut habt und ja. Ciao.